can feel your heartbeat. Bring back memories, not just the good, the bad, of all the time we had. Und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanz, Umwelt, Gesellschaft und viele mehr on air. Hereinhören, mehr unter wakenews.net. Yeah.
to Obama's commie fascination. Einen globalen Streik vom 15. bis 17. April 2011 durch. Mitmachen, hereinhören, friedlich aus dem System aussteigen. Mehr unter der Webseite unitedwestrike.com oder auch unter wakeness.net internationaler Streik. They won't be missed at all. This world free from their disease. Someday there will be true rest and peace. Der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakeness.net. Ohne Blatt vor dem Mund ist jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanzen, Umwelt, Gesellschaft und viel mehr on air. Hereinhören, mehr unter wakeness.net. Für alle, die aufwachen wollen.
Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Radio ohne Blatt vor dem Mund ist jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanz, Umwelt, Gesellschaft und vielem mehr on air. Hereinhören, mehr unter wakenews.net. United We Strike führt einen globalen Streik vom 15. bis 17. April 2011 durch. Mitmachen, hereinhören, friedlich aus dem System aussteigen. Mehr unter der Webseite United We Strike oder auch unter wakenews.net, internationaler hier. Streik. Hallo, jetzt haben wir ein bisschen verspätet hier begonnen, weil wir hatten noch ein bisschen Probleme zu lösen. Seid ihr dran? Okay. So, jetzt schauen wir mal eben, was wir da haben. So, ich hoffe, jetzt klappt es. Sind wir dran?
Hallo? Hallo? Ich glaube, jetzt klappt es, jetzt sind wir dran. Wir hatten also ein bisschen hier ein Problem mit dem Live-Gehen. Sorry für das, aber das passiert, wenn man live ist. Wir gehen ja auch hier ein bisschen über den Äther. Also sind wir hier auch weltweit verknüpft. Und jetzt möchte ich da nochmal starten kurz. Also es ist Folgendes. Wir haben Top-Informationen heute für euch. Vor allen Dingen nicht nur die Infos. Als vieles kriegt man natürlich auch aus den Massenmedien gemeldet inzwischen. Aber wichtig ist ja, dass man vor allen Dingen auch da die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus zieht. Und diese Schlussfolgerungen sind deshalb so wichtig, weil wir ja wissen müssen, was bedeutet das alles, wenn das in Japan passiert, hier für uns vor allen Dingen im Westen, in Europa. Am ehesten natürlich sind jetzt die Amerikaner besorgt. Aber da gehen wir dann gleich drauf ein. Ich möchte nochmal ganz kurz zu Beginn mich bei Pokerface bedanken. Das ist die Band aus den USA, die sehr patriotisch eingestellt sind, also und sich um Freiheit bemühen und aufklärerisch und kritisch sind. Und die stellen uns ihre Musik dann auch immer zur Verfügung, so für unsere Sendung und für YouTubes und so weiter. Das könnt ihr auch mal reinsehen in die Webseite pokerface.org, wenn ihr da Interesse habt, mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und jetzt, bevor wir also in diese Infos einsteigen, und ich meine, da hat sich ja nun unglaublich viel getan in den letzten Tagen, und nicht, dass ihr das falsch versteht, ich will euch hier nicht noch neue Schreckensbilder aus Japan präsentieren, wie das die Medien derzeit in hohem Genuss tun und jedes Opfer da interviewt wird und so weiter, was natürlich schlimm ist für die Opfer selbst, aber eigentlich ablenkend von den Tatsachen. Und vor allen Dingen den Konsequenzen und den Folgen für uns hier drüben im Zusammenhang vor allen Dingen mit dem, was wir ja hier als diejenigen, die hier zuhören, wahrscheinlich eher vermuten und wissen, nämlich dass viel mehr dahinter steckt, als tatsächlich bekannt gegeben wird. Deshalb möchte ich mich zunächst mal bei euch allen bedanken, dass ihr zuhört und dass ihr auch vielleicht schon die vergangenen Sendungen mitgehört habt. Die bauen ja auch immer so ein bisschen aufeinander auf, weil im Moment hat natürlich dieses Thema einen hohen Stellenwert, vor allen anderen politischen, wirtschaftlichen und sonstigen gesellschaftlichen Themen. Aber es hängt letztendlich alles miteinander zusammen, wenn man das weiß. Also deswegen ist es ganz wichtig, immer den Überblick zu behalten und das große Ganze zu erkennen und sich nicht am Detail zu verheddern, wie das eben dann doch häufig passiert, ne? Ich will ja hier das auch so gestalten, dass von euch aus Fragen an mich gestellt werden können oder beispielsweise auch Infos oder Kommentare kommen. Da wir das jetzt nicht live machen können, mache ich das nur über E-Mail. Und ich gebe hier nochmal schnell meine E-Mail-Adresse bekannt. Da könnt ihr jetzt bis in der ganzen Sendung hier mir also Nachrichten zukommen lassen. Und ich habe auch noch hier einen Stapel von Fragen von der letzten Sendung, die ich auch versuche, darauf einzugehen. Also die E-Mail-Adresse heißt radio@wakenews.net. Also einfach dorthin eine E-Mail schicken, kurze Frage, kurzen Kommentar oder eine Info, die ihr habt vielleicht, die heiß ist oder die wir diskutieren sollten, könnt ihr mir jederzeit zuschicken. Noch etwas zum Ablauf der Sendung. Normalerweise mache ich ja immer dienstags und donnerstags die Sendung von 16 bis 18 Uhr. Was heißt normalerweise? Ich habe also Anfang März erst angefangen damit. Aber es läuft ja soweit auch ganz gut und Interesse ist hoch. Und da freue ich mich und danke nochmal euch allen, die ihr mich dort auch unterstützt. Weil das ist ja letztendlich hier eine Sendung, wo es nicht nur um Informationen geht, sondern auch um Meinungen. Und ich gebe euch auch meine Meinung bekannt oder die Meinung anderer Leute und habe mittendrin immer ganz super tolle Gäste mal, die wir auch mit nutzen können für unsere Informationen. Im Anschluss heute läuft es etwas anders, weil nach 18 Uhr haben wir dann einen englischsprachigen Teil. Und der englischsprachige Teil deswegen, weil wir haben ja in der United We Strike Organisation einige Leute, die sitzen auch in den USA. Und für die ist das jetzt im Moment brandheiß, vor allen Dingen an der Westküste. Was passiert da? Was kommt da auf mich zu aus Japan? Wie muss ich mich da schützen, vorbereiten und so weiter? Und da gehen wir also ab 18 Uhr darauf ein und sprechen mit den Leuten und diskutieren vor allen Dingen auch, da sind, weil die sehen wir jeden Tag ja im Fernsehen oder wo auch immer. Sondern vor allen Dingen auch, dass wir sehen, dass wir irgendwie zusehen, dass wir Lösungen anbieten können. Und diese Lösungen sind nicht immer nur im körperlichen, rein physischen Bereich,
sondern sind vor allen Dingen auch im spirituellen, im geistigen Bereich, in der Art und Weise, wie man mit einem Problem fertig wird. Und hier möchte ich einfach nochmal anknüpfen an unsere letzte Sendung, die wir hatten am 12. Letzten Samstag anlässlich des United We Strike Radiomarathons mit dem Harald Trenner. Harald Trenner ist ja selber Survival-Trainer und Survival-Spezialist und bildet also auch ganze Gruppen aus, nicht nur eben Hochspezialisierte, die dann weiter nachher ihre Informationen vermitteln sollen, sondern eben auch zum Beispiel Gruppen wie Kinder oder Erwachsene oder Familien und also alles möglich. Er hat also eine Bandbreite von Informationen und das ist für mich deshalb auch so wichtig gewesen, diese Sendung zu machen. Letzte Woche einfach, weil wir haben ja mit dem Thema zu tun, da wussten wir noch gar nicht, dass es dann einen nuklearen Fallout geben würde und so weiter. Das passierte ja alles an demselben Tag, mehr oder weniger. Und insofern gibt es natürlich immer ein Follow-up. Und ich denke, dieses Follow-up ist so wichtig, denn das sind immer die Fragen der praktischen Natur, die uns durch den Kopf gehen. Und ich muss sagen, mir auch. Also ich habe im Prinzip nach der Sendung und nach den Ereignissen, die stattgefunden haben, auch meine eigene Notfallausrüstung oder meine Gedanken dazu und die Art und Weise, wie ich mich vorbereiten möchte oder will oder tue, habe ich mir angesehen und habe einfach festgestellt, dass da auch noch nicht alles 100% stimmt. Und deswegen, bevor wir also jetzt noch in die allerneuesten Infos reingehen, und da komme ich dann auch noch dazu, möchte ich gerne nochmal ein kleines Wrap-up machen, eine kleine Zusammenfassung von unserem Survival-Gespräch, was wir hatten am Samstag. Es ging 2 Stunden und jeder, der Interesse hat, kann sich das anschauen. Es ist aufgezeichnet, entweder eben als MP3 auf den Archiven bei mir auf der Seite bei Break News Radio oder eben auch als YouTube, wenn man da Interesse hat, sich das anzuschauen, auch noch mit Kommentaren unten drunter und so weiter. Kann man selbst auch kommentieren. Ich sage nur immer vorher, es gibt eine ganze Menge Leute, die da negativ beurteilen oder irgendwie was reinschreiben, einfach um sie wichtig zu machen oder einfach um der Sache insgesamt zu schaden. Aber das muss man eben einfach wissen. Das brauche ich auch nicht nochmal wiederholen. Also lass uns nochmal reingehen, was Harald Trenner eigentlich das letzte Mal gesagt hat. Und das war für mich auch ein Aha-Erlebnis, weil wir glauben ja immer alle, wir sind schon fit, weil wir uns schon lange mit der Sache beschäftigen und wir sitzen mittendrin und ich habe meinen Rucksack fertig und ich brauche es nur noch schnappen und dann bin ich los. Klar, es hören vielleicht auch viele Leute zu, die das besser haben wie ich oder wie andere. Aber man muss sich doch immer auch nochmal wieder im Klaren sein darüber, weil Katastrophen hat es ja immer schon gegeben, das ist nichts Neues. Was ist eigentlich das Wesentliche? Und das, was mich am stärksten nochmal wieder beeindruckt hat, obwohl gehört hat man das immer schon mal, ja, aber das Wichtigste ist, was er gesagt hat, je größer die Katastrophe, desto ruhiger muss man auf diese reagieren. Und das fand ich einen ganz wichtigen Satz. Weil wir sind alle aufgeregt. Wir sind alle, das ist jetzt alles neu. Wir sind da von Japan beeindruckt und haben zwar viele schon über Katastrophen gesprochen, dass die denn dann da kommen. Und ich war sicher auch einer davon und habe gesagt, es gibt den Code Extinction Level Event schon bereits seit einigen Wochen berichte ich darüber. Aber so richtig glauben wollte das natürlich noch keiner, weil noch nichts passiert war. Ne? Und solange nichts passiert ist, naja, also dann ist das schön, darüber nachzudenken. Nur, wenn es dann passiert und wenn es dann da ist, und wenn es dann losgeht, sind mit einmal alle hoppla überrascht, ja, und jetzt. Und deswegen nochmal ganz wichtig, das war für mich auch nochmal ganz entscheidend festzustellen, dass wir ganz ruhig sein müssen. Wir dürfen jetzt keinesfalls in Panik ausbrechen. Und ich bekam auch schon am Samstag E-Tabletten müssen wir schlucken, damit wir uns da vor der Radioaktivität schützen können und so weiter und so weiter. Ich kam leider noch nicht dazu, alle diese E-Mails und Fragen und so weiter zu beantworten. Wir haben es teilweise geschafft, aber eben noch nicht alles. Und deshalb wollen wir heute auch nochmal einiges dazu sagen zu einigen Punkten. Und ich bitte euch noch, wenn ihr Fragen, Informationen oder Kommentare habt, mir die dann per E-Mail zuzuschicken unter radio@wakenews.net. Also das ist ganz wichtig, dass wir da am Ball bleiben und es wird jeden Tag wieder was Neues geben. Im Prinzip könnte man den ganzen Tag 24 Stunden lang eine Sendung machen und es würde jede Minute irgendwas Neues passieren. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben, weil für mich ging es nicht darum,
euch jetzt irgendwie in Alarmbereitschaft zu versetzen. Doch, natürlich, in Alarmbereitschaft müssen wir alle sein. Und zwar aus den verschiedensten Gründen. Letztendlich wissen wir das schon seit Jahren. Seit Anbeginn der Menschheit hat es ja die Versuche gegeben, die restlichen Menschheit, den Großteil der Menschheit zu versklaven. Das ist also nichts Neues. Nur es ist eben der eine oder der andere. Ich zum Beispiel erst vor 3 Jahren aufgewacht und beschäftige mich erst seit der Zeit intensiv damit. Aber auch hier, jeden Tag, jede Stunde gibt es wieder was Neues. Ganz wichtig ist es, dass wir eben nicht in Panik geraten, sondern uns in Ruhe vorbereiten. Und wenn man dann auch noch weiß, und das war für mich auch nochmal wichtig, das zu rekapitulieren, man weiß das ja, man hat das irgendwo schon mal gelesen und so, aber man soll sich darüber nochmal im Klaren sein. Wir sind ja als Menschen, haben wir Instinkte. Und diese Instinkte sind uns Gott gegeben, sind von uns von Geburt an gegeben, liegen in unseren Genen. Und diese Grundinstinkte, die werden uns auch weiter, werden immer weiter bei uns sein. Die werden uns immer auch helfen in den Situationen, wo es ums Überleben geht. Und das war für mich auch wichtig vom Harald, dass er mir das nochmal so deutlich gesagt hat. Und zwar diese 4 Grundinstinkte. Das ist einmal das Überleben selbst. Hier geht es ums Individuum. Und jeder, der sagt, ach ja, nun, ob ich da nun überlebe oder nicht und dann sterbe ich dann, und das ist auch egal. Das ist entweder nur Geschwätz oder derjenige, und da hat der Harald sicher recht, ist unter Drogen. Ja. Entweder ist er besoffen oder hat irgendwelche zu viel gekifft oder hat irgendwelche sonstigen LSD oder sonst was genommen. Weil das ist ein Urinstinkt und jeder wird in der Situation, und ich bin noch nicht in der Situation gewesen. Harald hat gesagt, er hat schon ein paar Mal solche Situationen erlebt. Dann wirst du ans Überleben, dann ist das Überleben überwichtig, weil das Individuum, das Selbstsein, muss geschützt werden. Das steht am ersten Rang. Das zweite ist der Sexualtrieb. Auch ein wichtiger Trieb, weil er letztendlich dafür sorgt, dass die Spezies am Leben bleibt. Ja, ziemlich einleuchtend eigentlich. Dann unbedingt wichtig, der Jagd- und Sammeltrieb. Da wir ja das in der Regel einfach ja gar nicht mehr machen in unserer zivilisierten Gesellschaft, äußert sich das in anderen Formen. Das heißt, entweder ist man eben in einer Managementposition oder ist Verkäufer und jagt einen Kunden oder sowas. Oder andere sammeln Briefmarken oder Lokomotiven oder was auch immer. Es gibt also verschiedenste Sachen oder vor allen Dingen auch was für die jüngere Leute ganz wichtig ist, sind diese ganzen Games, diese Computergames und so weiter, die gespielt werden, eben einfach um diese Triebe auch zu erfüllen. Das heißt, dieser Jagd- und Sammeltrieb, um das auch nochmal aus meiner Sicht zu kommentieren, hilft uns nachher in einer Situation, wo wir vielleicht nicht mehr irgendwo links oder rechts bei irgendeinem Laden einkaufen können, uns dann doch die notwendige Nahrung oder die Utensilien zu beschaffen, die wir brauchen. Denn wir wissen das, wir haben das gesehen, was da passiert in Japan. Ich gehe da gleich auch nochmal drauf ein. Weil es dann auch noch so in dem Kopf ist. Man hat ja die Bilder gesehen. Das ging so schnell. Ja, die Leute konnten sich gerade eben noch auf einer Anhöhe retten. Vor dem Wasser. Ich habe da auch ein YouTube abgebildet, bei mir auf der Seite unter News, damit man das mal sieht, wie das aussieht. Das ging ruckzuck und das baute sich auf und das war so mächtig. Mit einmal zuerst purzelten so ein paar Kisten um und dann Autos schwammen und dann wurden die umgerissen, dann kamen LKWs, dann kamen ganze Häuser hat es weggerissen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob deutschen Häuser oder schweizerischen Häuser oder österreichischen Häuser besser gebaut sind, wo das nicht passiert. Aber man muss sich die Gewalt einfach mal vorstellen. Die Gewalt dieser Natur, die ist so groß. Da kann man sich nicht mehr retten da als Mensch. Meint da, ja, dann, och, das ist kein Problem, da schwimme ich da raus oder setz mich in ein Schlauchboot und paddel da weg. Da ist nichts mehr mit Paddeln. Da ist nichts mehr. Das reißt sich um. Und wer schon mal baden gewesen ist im Meer irgendwo in einer etwas kritischeren Stelle und mal erlebt hat, wie das ist, wenn man so gegen so Steine oder Felsen geschleudert wird. Ich habe das schon erlebt. Da hatte ich ja so einen Heidenrespekt mit einmal vor dem Meer, weil ich habe immer gedacht, ich bin ein toller Schwimmer und stark und was weiß ich. Aber das haut dich um. Da hast keine Chance. Und die Leute, die guckten quasi vollkommen, als wenn sie es nie erwartet hätten. So guckten diese Japaner da oben eben auf diese Fluten, die da runter rasten und alles zerstörten, was sie glaubten, was wichtig ist. So. Und das sollten wir nochmal im Kopf behalten. Aber ich will jetzt noch den letzten wichtigen
Punkt erwähnen, den Harald gesagt hat. Das ist der Wandertrieb. Das heißt, offenbar ist der Mensch eben ein Wesen oder ein Geschöpf, das seiner Beute immer irgendwie hinterher oder seinen Lebensgrundlagen hinterhergewandert ist. Das hängt wohl sicherlich auch damit zusammen, dass die Erde ja immer auch Wandel unterlegen war, ob es nun Jahreszeiten sind oder ob es nun auch so Zyklen sind, wie wir sie jetzt erleben, wo es vielleicht auch mal Eiszeiten gibt oder wo es Warmzeiten gibt oder Überschwemmungen gibt und was weiß ich. Und die Sonne spielt ja auch eine große Rolle. Kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, wenn man sich darüber im Klaren ist, je größer die Katastrophe, desto ruhiger. Wir haben 4 Grundinstinkte, die uns helfen, dass wir selbst überleben können, würden also auch in größter Not, wenn wir uns rückbesinnen auf uns selbst, versuchen, jedes größere Problem zu lösen. Und das sollte uns eine gewisse Sicherheit auch geben. Und jetzt kommt es nicht darauf an, ob man nun eine Stabbatterie hat, die doppelt so lange hält oder Messer hat, was doppelt so lang ist, ja, und dass man dann irgendwie besser überlebt. Nein, es geht darum, erstmal sich auf seine eigenen Stärken zurückzubesinnen. Und das war sehr beeindruckend für mich auch. Und das hat auch mein Konzept meiner Zusammenstellung meiner, sagen wir mal, Überlebensunterlagen und Materialien und so nochmal, habe ich darüber nochmal nachgedacht. Er hat gesagt, also mir ist egal, was du, ihr könnt mich irgendwo mit, also der Harald hat das gesagt, ihr könnt mich irgendwo absetzen, gebt mir nur ein Messer mit und ja, so ein paar kleine Sachen und dann ich komme wieder zurück oder ihr könnt mich dann wieder abholen, ich überlebe das. Das ist, der hat ja keine 100 Liter Rucksack auf dem Rücken und zieht keine Karre mit Lebensmitteln hinter sich her und was weiß ich und hat so und so viel Gold und Silber in der Tasche. Nee, der hat nur ganz wenig an sich. Die Grundausrüstung, die er nur am Mann hält. Und er hat ja auch gesagt, er lässt immer alles offen, wenn er mal irgendwo, also die Jacke zum Beispiel oder seine Weste oder so, wenn er nämlich mal irgendwie unter Wasser gerät oder irgendwie in Notsituationen, dann streift er das ab. Und was ihm wirklich dann nur bleibt, ist das, was er am Mann hat oder an der Person hat. Das gilt ja für eine Frau genauso. Also das ist also wichtig hier, auch da sich nochmal darüber im Klaren zu sein. Es gibt verschiedene Situationen einer Notsituation. Und ich habe mich zum Beispiel jetzt immer persönlich vorbereitet auf eine, wo ich eine Menge Zeug mitschleppen kann, vielleicht sogar noch mit dem Auto irgendwo hin, wo noch eine Menge Zeug drin ist und Zelt und Luftmatratze, also ein bisschen Bequemlichkeit auch noch alles drin, damit alles wunderschön ist, ja, und schön viel Dosenfutter und alles Mögliche. Und dann habe ich das gehoben hier. Das kann ich nicht tragen. Also gut, ich meine, ich kann das tragen hier für 500 Meter oder was, ja, oder vielleicht einen Kilometer sogar, aber dann auch nicht im Laufschritt. Sondern ich kann das eben nur transportieren, wenn ich Ruhe habe und wenn man irgendwie eine geordnete Flucht hat, die auch nicht schnell sein muss. Ja, aber wenn man schnell sein muss, und das hat mir der Harald ziemlich deutlich klar gemacht, wer da zugehört hat oder nochmal zuhören will, sollte das tun. Die Aufzeichnungen sind ja da. Kann man sich auch übrigens mit speziellen Fragen sicher auch an Harald wenden, der hört vielleicht auch zu und oder wenn nicht, kriegt er die Wagen von mir weitergeleitet. Weil das ist es, worum es eigentlich ja hier geht. Wir müssen zusehen, erstmal selbst und unsere Familie, unsere Lieben und unsere Spezies zu erhalten. Ja, ob jetzt das Haus stehen bleibt oder ob das Auto heil bleibt oder ob unsere Silbermünzen alle noch da sind hinterher, ist zweitrangig. Also insofern müssen wir uns da deutlich machen, es geht hier darum, uns auf die Urinstinkte, auf das, was wir sind, zurückzubesinnen. Ja, und ich habe deswegen auch am Samstag eben nach den Ereignissen mit Japan und der zu erwartenden Verstrahlung, die ja nun auch eingetreten ist, ne, ich habe gerade die Informationen ja auch nochmal gelesen und das ändert sich ja auch minütlich oder stündlich, dass also die Verstrahlungswelle da nach Tokio unterwegs ist und dort schon eingetroffen ist und viele Leute eben einfach darauf völlig unvorbereitet sind. Und man kann es, ich will jetzt nicht nur alles auf die Schultern eben der Behörden und so weiter schieben. Die haben sicherlich da eine große Mitschuld, aber letztendlich ist es erstmal das eigene Verantwortlichsein. Denn niemand kann für dich die Verantwortung übernehmen, du musst das für dich selbst tun. Das ist für mich auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Es nutzt nichts zu sagen, ja, ich habe da mal irgendwo, habe da schönes Buch hingelegt, wie kann ich überleben? Das musst du lesen oder musst es verinnerlichen oder musst du die wesentlichen Punkte zumindest merken, was du tun musst.
das Buch selbst nutzt dir nichts. Das kannst du auch nicht sagen, ja, hier, ich habe irgendjemand gesagt, der soll das alles vorbereiten oder hier in dem Fall der Staat, ja, der macht das dann alles schon. Wie wahrscheinlich die meisten denken. Die denken sich, ja, die werden dann einen Alarm ausrufen und die werden dann im Fernsehen, im Radio bringen, ihr müsst euch jetzt da vorsehen, da kommt eine Wolke und so. Pustekuchen, da passiert nichts. Da passiert erst was, wenn die Sache geschehen ist. Obwohl natürlich die Staaten oder die Regierung als solches die Möglichkeit hätten, uns vorzuwarnen, darauf dürfen wir nicht hoffen. Denn das beste Beispiel ist neben Japan, okay, da kann man immer sagen, die sind irgendwie so ein bisschen überrascht worden, wobei überrascht worden sind die ja nun wirklich nicht. Es gab vorher ja wochenlang Erdbeben in Massen, also die hätten da nicht schon vorher vorsorglich die Leute warnen müssen oder die Atomkraftwerke zumindest abschalten oder sowas, haben die alle nicht gemacht. Ja, aber das ist noch ein Thema, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich wollte nochmal zurück zu meinen Maßnahmen, die ich mir jetzt überlegt habe, um das eben nochmal zu Ende zu führen. Und wer Interesse hat, kann sich das später auch nochmal anhören. Wir zeichnen das auf und ich bringe das dann nachher nochmal als Aufzeichnung. Aber wiederholen es heute nicht, weil wir im Anschluss nochmal eine weitergehende Sendung haben. Also das Erste, was ich mir natürlich jetzt nochmal besorgt habe, sind Jodid-Tabletten, Kaliumjodid, ja, zur Vorbeugung eines Kropfes bei unzureichender Jodzufuhr über die Nahrung, zur Vorbeugung eines erneuten Kopfwachstums und so weiter und so weiter. Und natürlich auch vor allen Dingen bei eben solchen Atomunfällen, wo man das nehmen kann. Und einige nehmen es ja vorbeugend. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Also hier bei uns wahrscheinlich in der Region noch nicht. Obwohl in Bayern, also ja offenbar so in der Münchner Gegend, erhöhte Dosen oder Bestrahlungswerte festgestellt wurden, schon bereits gestern. Also ja, gut, das muss man halten, wie man will. Ich habe das jetzt mal eingekauft, damit ich das dabei habe, wenn ich unterwegs bin, weil wenn es eine Erdbebensituation auch hier gibt in Deutschland, und da haben wir eine Reihe von Erdbeben gehabt, ich habe die auch mal festgehalten bei mir auf dem Blog, mywakenews.wordpress.com, da kann man sich das mal anschauen. Also es gibt laufend auch Erdbeben hier oder in Frankreich oder in der Schweiz hier für den südlichen Teil. Also das kann hier überall losgehen. Wir haben also gerade in Deutschland auch einen sogenannten Supervulkan. Ne? Der ist da Richtung Frankreich und das ist ein Riesending. Also das ist so ein See, ich glaube das ist der Lahasee heißt er. Das ist ein Riesending, also so ähnlich wie der Yellowstone Park Vulkan, so etwa die Größenordnung hat das sogar. Wenn man sich das mal vorstellt, mein lieber Freund, wenn das Ding hochgeht, dann sieht's also schlimmer aus. Also es kann jederzeit auch hier bei uns Erdbeben geben, das ist gar keine Frage. Und diese Erdbeben sind vielleicht per se selbst nicht so schlimm, aber die Folgen können schlimm sein. Es können Risse in Atomkraftwerken, in dem Kühlsystem oder sonst wo auftreten und dann haben wir den Salat. Und wir sitzen mitten in der Atomkatastrophe drin. Und das bedeutet nicht, dass wir gleich immer alle sterben. Das ist auch etwas, was sicherlich übertrieben ist. Auch die Leute in Tokio fallen jetzt deswegen nicht gleich tot um, bloß weil es da eine Verstrahlung gibt. Aber die haben natürlich negative Effekte. Das kann bis hin zu Krebs werden, wenn es denn nur jetzt dabei bleibt. Und auch das, was die da im japanischen Fernsehen sagen, was man alles tun soll. Und ich habe das hier auch bei uns reingestellt, da unter Planet X News, kann jeder auch mal nachlesen, das ist natürlich alles immer auf Englisch, aber ihr könnt das ja alles, das ist hier kein Problem. Da ist es nämlich so, dass die jetzt diese Ratschläge geben, wo die Sache schon zu spät ist. Ja, da sagen sie, erzählen sie genau, was du tun sollst, aber die meisten Leute sind schon verstrahlt, die das angeht. Ne? Das sind ja immerhin 40 Millionen da, also in Japan, in Tokio, in der Gegend. Also das ist der Hammer. Ja, jetzt musst du dir nur einmal vorstellen, dass diese Strahl, also diese nukleare Verstrahlung, diese Wolke ist schon über deinem Gebiet gewesen, ja, ist runtergekommen und hat Kontakt mit allen möglichen gehabt, das Auto, mit Klinken, die man berührt, mit Nahrungsmitteln, also Feldfrüchten und oder was irgendwo draußen stand und so, denn die Leute haben doch das alles nicht weggeräumt. Das steht doch da alles noch. Das heißt, wenn du also irgendwie was anfasst, ohne dass du zum Beispiel Handschuhe hast oder irgendwie anders dich schützt mit vorher abwischen oder ja, oder auch deine Kleidung, wenn du draußen unterwegs bist, du hast das alles auf deiner Kleidung sitzen. Das schützt dich ja, die Kleidung, das ist wunderbar, aber du darfst es bitte schön nicht in deine Wohnung mit reintragen. Du musst dich also vorher
von diesem Staub, das musst du dann alles abmachen oder die Kleidung zumindest mal draußen lassen und die Sachen draußen lassen und ausziehen und dann ohne die in die Wohnung gehen und so weiter. Also all solche Dinge. Und vor allen Dingen eben dann aus der Region nichts mehr essen oder trinken, was dort frei herumstand oder dort angebaut wird oder, ja. Mit einmal ist dieses ganze Gebiet, ich nehme mal diesen Ausdruck, wobei er nicht ganz richtig ist, verseucht, da denkt man immer, das ist radioaktiv verseucht. Das heißt, es ist ja vor allen Dingen nicht sichtbar, das ist immer das Schlimme. Man weiß es nicht 100%, man kann dann nur sagen, man geht davon aus. Ja, es sei denn, du hast so einen Detektor bei dir, aber das haben ja nur auch die allerwenigsten. Das sind nur wieder ganz wenige, die sowas haben. Sehr Normalbürger, der auch noch vor allen Dingen tief am Schlafen ist. Ja, also nicht nur hier bei uns in dem deutschsprachigen Raum sind die Leute noch tief am Schlafen, sondern vor allen Dingen auch in Japan und so. Ich meine, die sind auch alle tief am Schlafen. Die haben keine Ahnung, was um sie herum wirklich läuft. Die denken nur daran, wie kann ich gerade mal eben meine Familie ernähren, wie kann ich gerade noch mal eben mich ein bisschen vergnügen oder sonst irgendwie. Die haben also das noch gar nicht richtig erfasst, was läuft. Und deswegen muss man sich darüber im Klaren sein, dass man hier bereits überrollt wird von Maßnahmen, wenn man schon mit drin ist. Und man ist gar nicht entsprechend vorbereitet. Deswegen, desto wichtiger ist es, dass man jetzt sich Gedanken macht. Und für mich war diese Sendung am 12. auch wichtig, weil es mein Bewusstsein zu solchen Dingen auch nochmal geschärft hat. Und wir haben ja gesagt, wir bringen jedes Mal, wenn wir hier on air sind, nochmal ein kleines Update für City Survival, weil der Harald kümmert sich natürlich vor allen Dingen auch um die Überlebensmöglichkeiten im Stadtgebiet, weil die meisten wohnen ja im Stadtgebiet und die wenigsten sind ja wirklich im ländlichen Bereich. Vielleicht hier von euch abgesehen, die hier zuhört und ich denke mal nicht die halbe Bundesrepublik oder halb Schweiz oder halb Österreich hört hier bei mir zu, sondern das ist ja nur die Menge der Leute, die bereits aufgewacht sind, die bereits wissen und die sich bereits selber vorbereiten. Also hier ist das kleine Update vom Harald und vielen Dank an Harald dafür, was er mir heute zugeschickt hat. Also Paket Klebeband oder Tapeband besorgen, um wenigstens einen Raum in einem Raum die Türen und Fenstern abzudichten bei Radioaktivität von außen. Ja, und vor allen Dingen, jetzt werden ja auch die Atomkraftwerke abgeschaltet. Ob das immer sinnvoll ist, also in Japan mit Sicherheit, aber hier, ob das jetzt sinnvoll ist, hier die Atomkraftwerke abzuschalten, obwohl es hier gar keine Erdbeben und so weiter gegeben hat, sei dahingestellt. Aber damit muss man rechnen. Denn wir wissen ja auch, dass da noch eine andere Agenda dahinter steckt. Aber wenn die eben abgeschaltet werden, und vor allen Dingen in Frankreich gibt es ja eine ganze Menge, und von denen kriegen wir unglaublich viel Strom hier geliefert. Das heißt, man muss mit Stromknappheit rechnen oder mit Stromausfällen und da muss man eben sich darauf vorbereiten. Und ich weiß, viele, ihr jetzt zuhört, sagt, okay, das haben wir doch alles. Ja, aber ich meine, diese Sendung soll ja auch vor allen Dingen an andere raus und ihr seid ja im Prinzip diejenigen, die das dann auch weitertragen können oder darauf verweisen können. Ihr hört euch das mal an, hier, was der da gesagt hat, und damit es eben auch mal Leute hören, die sonst sich nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Aber was man eben braucht, sind Kerzen. Ganz simpel, Kerzen oder eine Solarlampe oder eine zum Kurbeln, ja, die gibt's ja auch teilweise auch verbunden mit einem Radio und alles mögliche, oder so einen Hoboofen bauen, ne? Oder auch, dass man genug Akkubatterien auf Vorrat hat für zum Beispiel den Weltempfänger, denn Nachrichten werden trotzdem wichtig sein, dass man sie bekommt, egal von wo, ja, wenn du nachher abgeschnitten bist und dein Internet funktioniert nicht mehr und ja, wo willst du denn deine Informationen herbekommen? Ja, dann gibt's keine Wake News Radiosendung mehr oder keinen Alex Jones mehr, den man da wie hören kann oder sonstige Leute. Dann gibt's vielleicht wirklich nur noch einige Radiosender über andere Wellenbereiche, die man dann vielleicht versuchen kann zu erreichen. Dazu braucht man Weltempfänger. Und es gibt, wie gesagt, diese auch zum Kurbeln, die sehr gut sind. Die habe ich auch so einen. Und dann gibt's natürlich noch das Handy, das dann vielleicht funktioniert, aber auch da muss der Akku voll sein, sonst nutzt das Handy nichts. Ja? Und wenn du es vor allen Dingen nicht mehr aufladen kannst. So, und dann gibt's natürlich auch so eine ganze Menge Bauanleitungen, was man machen kann. Da habe ich beispielsweise auch auf meiner Seite einiges unter Survival Rucksack abgebildet, oder man kann das überall im Netz, kann man sich das jetzt noch alles runterladen. Am besten gleich runterladen und vielleicht gleich ausdrucken, denn wenn nachher der Strom nicht mehr funktioniert, könnt ihr ja nicht mal mehr den Drucker verwenden. Also
Da nutzt es nichts, wenn es auf dem Computer schlummert, auf der Festplatte. Das ist ganz wichtig. Und dann in jedem Fall immer, und da kann man nichts verkehrt machen, das muss sogar so sein, Lebensmittelvorrat erhöhen. Immer, bei jedem Einkauf, jeden Tag, keine Hamsterkäufe machen unbedingt, je nachdem, wie viel Mittel man hat, sondern immer mal Portion mehr von dem, Portion mehr von dem. Ja, die kann man jederzeit ja aufbrauchen oder kann sie auch mal eintauschen oder was auch immer. Dann auch, gibt es noch einen anderen Punkt, das Wichtigste überhaupt. Und das kommt immer zu kurz, weil jeder denkt, es ist selbstverständlich. Das Wichtigste ist, wir Menschen sind abhängig vom Wasser. Wasser, hinter jedem Satz, Wasser, Wasser, Wasser. Du kannst 2-3 Wochen, das hat der Harald ja auch gesagt, 2-3 Wochen ohne Essen auskommen. Er lebt ja mit so einem Wolfshund, beziehungsweise mit Wölfen, hat er ja immer Erfahrung und hat gesehen, wie die das machen. Und die haben auch nicht jeden Tag was zum Fressen. Also müssen die sich auch ein bisschen strecken, eben, dass man morgens, mittags, nachmittags und abends noch eine Mahlzeit zu sich nimmt. Das tun ja die Tiere auch nicht. Das ist eher eine Zivilisationsgeschichte, dass das hier bei uns so ist. Es ist für Babys wichtig, häufiger ernährt zu werden während des Tages, aber der Mensch braucht das nicht unbedingt. Und deswegen, ganz wichtig, Wasser. Wasser brauchst du nämlich jeden Tag. Ohne Wasser läuft nicht viel, weil du bestehst ja aus 90% aus Wasser. Und insofern musst du da immer nachfüllen, weil man so viel verdunstet, auch beim Sprechen allein. Ich muss jetzt, glaube ich, mal zwischendurch mal einen Schluck trinken, so viel redet und quasselt, da verbraucht man natürlich auch entsprechend Wasser. Also das ist ganz wichtig und da hat er den Tipp, nach dem Duschen oder Baden kann man auch eine Wasserreserve anlegen. Ja, also man braucht ja auch Brauchwasser, ja, oder wenn man so Wasserfilter hat, man kann, ich habe ja zum Beispiel den von Katadin besorgt, wo man bis zu 50.000 Liter reinigen kann, egal aus welcher Quelle, nicht unbedingt jetzt vielleicht verstrahltes Wasser, weil ich glaube, gegen Verstrahlung nutzt es nicht viel, aber gegen sonstige Verschmutzung, also man kann sich da wieder Trinkwasser draus machen. Und alle verfügbaren Behälter, die man so hat, mit Trinkwasser füllen, denn wenn hier der Strom ausfällt, heißt das auch, dass das mit dem Trinkwasser nichts mehr ist, weil das kommt nicht mehr nach, weil das läuft alles über Pumpen und die werden in der Regel elektrisch betrieben. Vielleicht gibt es Notaggregate und so, aber die fallen auch irgendwann aus. Also es ist auch noch ein guter Hinweis, wenn man weiß, dass was kommt, die Badewanne füllen oder sonstige Behälter, die man hat, Eimer oder Flaschen, Leerflaschen, einfach mit Trinkwasser füllen und die kann man dann einmal die Woche erneuern. Denn auch mit weiteren folgenden Wasserausfällen muss gerechnet werden und man weiß auch nicht, in welcher Qualität dann das Wasser aus dem Hahn rauskommt. Ja, da können also die dollsten Sachen passieren. Das hat man zum Beispiel in Japan ja gesehen. Und lass uns ruhig nochmal einen Moment das Beispiel Japan nehmen. Also erstmal kommt, wir je nachdem, wo ihr jetzt wohnt. Ich meine, ich wohne jetzt ein bisschen weiter weg vom Meer. Ja, und insofern habe ich vielleicht nicht das direkte Problem, dass es hier einen Tsunami gibt. Aber es gibt Leute, die wohnen direkt an der Küste. Wenn man in Deutschland mal Schleswig-Holstein nimmt oder Niedersachsen oder wo auch immer. Oder Hamburg oder Bremen. Das sind natürlich alles gefährdete Gebiete für Überschwemmungen. Und wenn denn dann da was kommen sollte, was wir alle nicht hoffen, aber ein Prinzip, was ich mir vor die Brust geschrieben habe, ist, bete für das Beste, aber bereite dich aufs Schlimmste vor. Ja, und wenn man aufs Schlimmste vorbereitet ist, ist man besser dran, als wenn man die ganze Zeit sagt, ach, das passiert eh nicht. Also ich bereite mich vor und das ist der Tipp natürlich an alle und alle, die hier zuhören, werden das wahrscheinlich ähnlich sehen oder denken. Und hier nochmal meine Bitte an euch, wenn ihr Fragen habt, schickt oder Infos oder Kommentare, schickt mir die bitte per E-Mail an radio@wakenews.net. Und ich versuche dann gleich gern mal drauf einzugehen. Und habe hier schon auch eine Liste, das machen wir dann im Laufe dieser ersten Stunde. Und in der zweiten Stunde gibt es dann noch ganz wichtige Informationen zu einigen Analysen über die Hintergründe dieser ganzen Geschichte. Dass wir uns darüber auch nochmal unterhalten können. Denn das ist ja das, was in den Medien nun wirklich überhaupt nicht kommt, weil die sind ja Teil des Ganzen. Und da muss man natürlich wirklich sagen, man muss wirklich sehr abwägen, wie man diese Informationen aufnimmt. Ja, was nutzt es mir zu sehen,
wie dort die Leidenden in Japan, wenn die dann ihre Probleme darlegen. Natürlich, es ist interessant, das ist wie so eine Show, richtig, wenn man so will. Das wird richtig so in Bildern wird das alles aufgesogen, ja, das Leid der Leute und das Probleme und dies und jenes. Aber warum das passiert und warum man die Leute nicht vorgewarnt hat und wer möglicherweise noch dahinter steckt, und ich will das Stichwort Hub nennen, und da kommen wir dann gleich nochmal in der zweiten Stunde darauf zu sprechen, was da alles noch so abgeht, was ja die Öffentlichkeit gar nicht erfährt aus offiziellen Quellen. Das wissen wir aber alle, die wir hier zuhören. Also ich denke, da sagen wir da nichts Neues. Aber wenn man nochmal Japan sieht, der Punkt ist, das Wasser kommt hier eben so schnell rein, und das ist hier kein Trinkwasser, was da reinkommt, das ist Salzwasser. Und Salzwasser, das verunreicht alles. Also das überschwemmt das ganze Süßwasser und die ganzen Quellen oder das ganze Grundwasser oder das, wo das normale Trinkwasser hierher gewonnen wird, wird hier dann überschwemmt. Das ist das Trinkwasser, was dort üblicherweise aus dem Hahn gekriegt hast, das kannst du vergessen, das kannst du nicht mehr trinken. Du kannst kein Salzwasser trinken. Ja, das geht nicht. Oder auch kein Brackwasser. Das muss aufbereitet werden vorher erst wieder. Und bis sowas installiert ist, bis da der Katastrophenschutz überhaupt mit seinen Lastwagen da hingekommen ist, um da irgendwelche solchen Geräte zu installieren, sind erstmal 5-6 Wochen, nachdem das Wasser zurückgegangen, vergangen. Ist nix. Du bist abhängig dann von den paar Vorräten, die du hast. Und wenn du einen Kanister hast, und ich habe ganz viele Wasservorräte, die kann man sich jetzt im Supermarkt oder was weiß ich kaufen. Ich weiß nicht, ob die Qualität nun das allerbeste ist, aber es ist geschlossen, ja, es ist original verpackt. Die gibt so 5 Liter Kanister, da habe ich ganz viele davon. Ja, und zwar überall verteilt, nicht nur an einem Fleck, sodass man überall drankommt. Und wenn du das nicht hast, oder wenn du nicht in deinem eigenen Haushalt eben entsprechende Süßwasservorräte, Trinkwasservorräte angelegt hast, siehst du ganz schlecht aus. Also Wasser ist das allerwichtigste Element, und das wird von vielen unterschätzt, Entschuldigung. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, weil ich hatte auch mal kleine Kinder, und Kinder müssen ganz, ganz viel trinken, eben weil die Haut ist das größte Organ und bei denen ist es überproportional groß und zum Rest des Körpers, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen für die Kinder genügend Wasservorräte haben. Und ich spreche jetzt hier nicht von Cola und von Sinalco und wie sie alle heißen, zuckerhaltige Getränke und auch keine Säfte. Ja, Säfte sind vielleicht als ergänzend gut. Es müssen wirklich absolutes Trinkwasser sein. Weil nur das ist wirklich ein vollständiger Ersatz für Flüssigkeitsverluste. Aber das wissen wir ja natürlich als Leute, die aufgewacht sind, wissen wir das natürlich sowieso. Aber ich sag's trotzdem nochmal, und ihr dürft mir da nicht böse sein, wenn ich da vielleicht Sachen wiederhole, die ihr alle schon kennt. Aber es gibt eben auch den einen oder anderen, der zuhört, der auch nicht so daran gedacht hat. Der stellt sich vor, oh Gott, das ist da in Japan passiert, das ist ja tausende von Meilen von hier entfernt, das kann ja nie passieren. Oder hier, ich sitze in den Bergen, ich sitze hier in der Schweiz, das kann mal ein bisschen höheres Wasser geben, aber das wird nie einen Tsunami geben hier. Also, ich sage euch dazu mal eins. Und da kommen wir nochmal auf den Punkt, den jeder von euch sich nochmal zu Gemüte führen muss. Wir sitzen ja hier in einer Entwicklung, was übrigens auch in den Massenmedien bereits, zum Beispiel im amerikanischen Bereich, ja zugegeben wurde. Eine Erdachsenverschiebung hat es schon gegeben. Ja, das schreiben die. Ja, das schreiben die. Hat angefangen da mit dem Erdbeben in Chile letztes Jahr und jetzt hier das Japan-Erdbeben hat doch noch ein bisschen, ja, und ganz Japan soll angeblich irgendwie 70, 80 Fuß Richtung Osten abgedriftet sein. Also 70, 80 Fuß sind ungefähr so 2-3, ich weiß nicht, muss mal umrechnen, mal 30 Zentimeter. Ist ein Fuß, glaube ich, ungefähr so 33 Zentimeter. Also es ist ein paar Meter, wie auch immer. Ja, nach Osten abgedriftet sein. Und dann die ganzen Meldungen, die habt ihr gesehen, auch im YouTube, wo das aufgenommen wurde. Die Mondsichel, ja, die steht mit dem Bauch zu uns nach unten. Auch das ist nicht normal. Ja, wenn man hier so in unserem Breitengraden hier ist. Wir sind ja nicht am Äquator. Also auch das. Die Magnetpolveränderung. Nicht der Magnetpol hat sich verändert,
der steht immer an dem gleichen Punkt. Nein, die Erde hat sich verändert. Die Drehung. Das ist alles schon passiert. Es ist kein Polsprung. Kein physischer Polsprung geschehen bis jetzt. Das ist richtig. So wie wir ihn alle befürchtet haben. Oder vielleicht auch noch kommen kann. Aber es hat schon eine Erdachsenverschiebung gegeben. Die gibt es schon. Das sieht man ja auch an dem Wetter. Das ist im Norden viel, viel kälter geworden. Habt ihr das mitgekriegt in der Türkei? Auch in der südlichen Türkei hat es ja noch vor einigen Wochen geschneit ordentlich. Also es gibt dadurch, dass eben die Erde anders zur Sonne steht, bereits eine Wetterverschiebung. Ja, das muss man eben wissen. Oder im Hinterkopf behalten. Die Basmedien sagen das sogar, aber sagen es nicht mit der richtigen Bezeichnung und vor allen Dingen wiegen die Leute trotzdem immer noch sicher und ist alles nicht so schlimm und es kommt irgendwie vielleicht auch mal zu uns, aber ja, wir haben das alles unter Kontrolle und so weiter. Und das ist sehr gefährlich und deswegen ist es ja auch gut, dass wir hier die Möglichkeit haben, übers Internet, Wake News Radio beispielsweise oder auch andere Medien, da mal eine andere Meinung äußern zu können und vor allen Dingen die Sachen zu kommentieren und nicht einfach nur zu berichten und zu zeigen, wie die armen Leute da ihr Haus und Hof und Leben und Familienmitglieder und so verlieren, was schlimm genug ist für sich. Aber eben das kann alles hier auch kommen. Bevor ich jetzt also, weil ich bin jetzt natürlich schon ein bisschen in die Diskussion eingetreten, was da mit dem Wasser es auf sich hat und wollte das eben nochmal klar machen. Das heißt, so die tiefer gelegenen Gegenden, Holland ist da bestimmt auch eins der Länder, die sehr gefährdet sind. Ich weiß nicht, ob jemand aus Holland gerade zuhört, aber viele hören sich das auch deutschsprachige Sendungen an, auch nachher später im Internet bei YouTube. Leute, ihr habt da ein echtes Problem, nicht? Wenn der Meeresspiegel ansteigt, muss noch nicht mal einen Tsunami geben, das durchdringt ja die ganze Erde und das ganze Wasser und die ganzen Pflanzen und was weiß ich, die Tiere und alle leben ja davon, von Süßwasser, werden dann, ich meine, wie wollen die Leute, es gibt die in Japan, dort an der Stelle, wo das so schlimm war, es ist ja nicht überall gleich schlimm geworden, die haben keine Geschäfte mehr, wo sie einkaufen können, die dürfen auch nichts mehr von den lokalen Äckern, seien sie denn noch nicht überflutet essen, weil wegen der Verstrahlung des nuklearen Fallouts. Das ist, wovon die wollen die sich denn ernähren? Das Wasser, Süßwasser, was sie normalerweise aus der Leitung gekriegt haben, das gibt es erstens gar nicht mehr. Das fließt gar nicht mehr. Wenn es fließen würde, wäre das Brackwasser oder Salzwasser. Also wie wollen die sich ernähren? Es gibt auch Millionen Leute in Japan, sitzen da ohne Essen und Trinken. Vor allen Dingen das Trinken. Und wie die das lösen wollen, das weiß ich nicht. Also das Erste, was die US Navy da gemacht hat, die da ja eine riesige Militärinstallationen haben und Stützpunkte haben, die sind erstmal von der Pazifikküste sind wegverlegt worden, nachdem natürlich erstmal alle verstrahlt wurden. Ne? Also ganze Hubschrauberbesatzungen wurden da verstrahlt, als sie da gerade vorbeiflogen und eine Flugzeugträger, ich glaube der Roosevelt oder so heißt der, ist verstrahlt, andere Kriegsschiffe sind, die Soldaten, oh, die hat man jetzt einfach dann, die sind einfach mal jetzt verstrahlt worden, ne? Also, und jetzt ist man umgezogen, ne? Auf die andere Seite von Japan, also der hat jetzt zwei Küstenseiten. Da fällt dir nichts mehr ein, nicht? Also, es ist, die Leute werden einfach geopfert, du wirst geopfert. Als Bürger, als Normalsterblicher, so und sogar als Polizist, als Soldat, als Beamter, du wirst geopfert, ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das sieht man eben, was da in Japan losgeht. Und dann ja, dann die Verantwortlichen, dann gehen dann irgendwann mal ins Fernsehen und sagen, ja, also ja, aber das wird nicht so schlimm. Und also die verharmlosen dann alles und machen es dadurch noch schlimmer, weil Evakuierungen und so gar nicht mehr vorgenommen werden. Wie willst du das auch machen da? Wenn da ganze Ozeandampfer, so große Schiffe, sind dort abgetrieben worden, auf die Kaimauer sind die drauf. Ein anderes Schiff, eine Fähre, auf einem Haus drauf. Also erstens mal muss das Wasser relativ hoch gewesen sein und mit so einer Gewalt gearbeitet haben, dass du auch mit dem Schiff dort keine Rettungsmaßnahmen mehr machen kannst. Das ist unmöglich. Unmöglich. Und dessen muss man sich im Bewusstsein. Und auch hier in dem Alpenraum, wo ich mich hier befinde,
die Vorhersagen, wenn man da Zeta Talk mal sich anschaut, übrigens Zeta Talk, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ist hochinteressante Informationen, die man da findet, die ja davon ausgehen, dass hier Frankreich, was auch relativ niedrig liegt, auch von einem möglichen Tsunami aus dem Mittelmeerraum kommend oder auch vom Atlantik her kommend, wahrscheinlich zu 2/3 überschwemmt wird. Und ja, also da muss ich sagen, ich bin hier so am Dreiländereck, da Deutschland, Schweiz, Frankreich. Das höchste, was hier hat, ist ein Feldberg, ja, das ist mal 1200, 1300 Meter hoch oder was. Da ist es vielleicht noch ein Raum, wo man sich zurückziehen kann. Aber ansonsten hier, das wird alles überflutet. Also muss nicht hier unbedingt alles besser laufen. Also, aber natürlich muss ich sagen, dass wir keine Panik haben dürfen. Aber wir müssen uns vorbereiten, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen bewusst nach Lösungen suchen. Und nicht jeder kann sofort alles stehen und liegen lassen und mit Sack und Pack hier verschwinden, wohin noch. Ich meine, Zeta Talk gibt da beispielsweise für die Gebiete hier in Deutschland oder im Alpenraum und Europa so gewisse Gebiete an, wo es sicher ist, aber mit Sicherheit, wo es unsicher ist. Also man kann sich da durchaus mal orientieren und der Nils Neumann war bei mir in der Sendung am 1. März, haben wir auch in der Aufzeichnung, könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und vor allem mal auf seiner Webseite schnuppern, weil der hat da wirklich gute Informationen. Und bis jetzt muss ich sagen, Hut ab. Das wurde mir auch bei YouTube von einigen aufgeweckten Leuten bestätigt. Zeta Talk ist in ganz, ganz vielen Punkten bis jetzt auf den Punkt. Also, das stimmt. Die haben vorher gesagt, es geht los mit den Erdplattenverschiebungen im pazifischen Raum. Das heißt, da hatten wir das große Erdbeben in Neuseeland, wenn ihr euch erinnert. Das ist dieses Riesending. Und eben dann rüber nach Indonesien. Indonesien ist ja unglaublich aktiv. Und jetzt in Japan. Und wenn das eben jetzt, was der Nils eben gesagt hat, wenn das dann in Südamerika losgeht, und damit ist wohl dann zu rechnen, weil da gibt es eine ganze Menge Prognosen, die darauf zeigen, dass das jetzt an die Westküste von Amerika kommt. Also viele rechnen, dass jetzt auch in Kalifornien das längst ausstehende riesengroße Beben kommen wird. Vielleicht eine Reihe von Beben. Oder auch daneben Chile ist ja unglaublich aktiv. Und es hat auch da vor Kolumbien schon vor einiger, ich glaube anderthalb Wochen oder so, ein Erdbeben gegeben, was nicht ohne war. Also da ist ja auch dieser Ring of Fire, ne, der sich eben den ganzen Pazifikraum dreht oder wendet. Müsst ihr euch mal alles anschauen. Das ist also zu erwarten, dass dann von dort aus auch einiges losgeht. Und das wird Konsequenzen eben auch hier für Europa haben. Und da bin ich auch ganz überzeugt und muss auch dem Nils Neumann da recht geben, damit ist zu rechnen. Also es wird uns, wir werden hier nicht weiter schlummern können und sagen, oh, das passiert alles nur dort, weit weg. Das wird uns auch treffen. Und es hängt damit zusammen, es geht hier nicht nur um Harp. Ja, um das vorweg zu sagen, wir diskutieren das gleich nochmal nach der Pause. In der nächsten Stunde. Harp hat einen unglaublichen Einfluss auf das, was passiert, aber es ist nicht das Einzige. Und ich denke, da sollten wir auch nochmal darüber diskutieren. Und wer da vielleicht noch Informationen hat, ich nehme auch gerne Sachen an, die nicht unbedingt meiner Meinung entsprechen, wenn sie nett und freundlich formuliert sind. Es gibt natürlich auch Leute, die meinen, sie müssten mich irgendwie da attackieren persönlich. Also ich bin eigentlich persönlich nur daran interessiert, dass so viele Leute wie möglich aufwachen und sich bewusst werden darüber, in welcher Situation, in welchem Schlamassel wir stecken und eben sich entsprechend vorbereiten. Denn jeder gut vorbereitete Mitbürger, jeder, der sich da wirklich entsprechend mit drauf vorbereitet, hilft ja der gesamten Menschheit. Ja, da haben wir nämlich einen, der sich selbst helfen kann, jeder ist zugewonnen. Ja, und nicht so wie in Japan, wo dann alle alles verlieren und dann im Prinzip da sitzen und dann nur noch irgendwo im Schulgebäude auf einer Matratze liegen können und nichts vorbereitet haben und gar nichts. Nicht, dass man jetzt sich hätte hundertprozentig auf diesen Tsunami vorbereiten können, aber was man hätte machen können, zum Beispiel mal, wenn man das weiß, ne, höher hinzureisen, sich seine wichtigsten Sachen mitzunehmen oder Ferien zu machen in der Zeit oder wie auch immer. Also man kann schon einiges tun, wenn man bewusst lebt und sich vorbereitet.
Ja, also vielleicht, bevor wir in die Pause gehen, nochmal zwei, drei Sachen, die wichtig sind. Also es gibt natürlich auch so alternative Sachen, wenn man keine Jodtabletten mehr kriegt, weil die werden natürlich auch jetzt irgendwann ausverkauft sein. Ich war heute in der Apotheke und habe sie mir geholt. Hatte es gestern bestellt, weil es war nicht genug da. Ich habe zwei Packungen genommen, jeweils 100 Tabletten mit 100 Mikrogramm. Übrigens sollte man wissen, Kinder immer nur die Hälfte, ne, bis 12 etwa. Aber das sagt euch dann der Apotheker. Das wird also ein Run. Und in Amerika hat es zum Beispiel schon einen Run auf diese Medikamente gegeben, alle ausverkauft. Ja. Und die sind ja nicht ständig am Produzieren. Ne? Wenn das ausverkauft ist, ist es ausverkauft. Da muss man natürlich auch mal irgendwelche Naturmittel finden. Und mir hat jetzt einer ihr beispielsweise die Tipps gegeben, also im Klee findet sich was, im Backpulver, im Reis ist also das Potassium auch mit drin. Und ja, also wenn man nichts in der Tablette findet oder nichts hat, dann muss man sich anders helfen. Ja, also da könnt ihr vielleicht euch nochmal selber schlau machen. Ich bin ja jetzt hier auch kein medizinischer Berater, will ich auch nicht sein. Aber man kann auch mal solche Gedanken auffassen, weil nicht alles muss immer von der Apotheke, vom Arzt verschrieben und was weiß ich, vom Chemieunternehmen kommen, sondern die Natur hat ja eigentlich das für uns alles vorgesehen, was wir brauchen. Und das war eben das Tolle vom Harald, der mir also auch mal klar gemacht hat, dass wir im Prinzip, ja, sollten wir alle unsere Vorräte verlieren oder unsere Ausrüstungsgegenstände nur das noch behalten, was am Mann ist, und Messer ist sicherlich ein wichtiges Teil davon, können wir jederzeit in der Natur, sofern natürlich davon auch was übrig ist, überleben. Aber dieses Problem stellt sich dann allen. Es geht dann nicht darum, ob es um alte Junge geht oder um Frauen und um Männer oder um Kinder und um Spezialisten und was weiß ich, sondern sind alle im gleichen Boot. Und wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Und das ist nachher auch nochmal ein Thema für die zweite Stunde. Auch nochmal für Tipps, was wir jetzt tun sollten, um uns auf diese möglichen Sachen vorzubereiten und vor allen Dingen auch unseren Mitmenschen in den anderen Erdteilen zu helfen, die jetzt auch dringend unsere Unterstützung brauchen. Und da geht es nicht um Geld an irgendwelche Spendenorganisationen, sondern vor allen Dingen auch um das Beistehen als Mensch zu dieser Situation. Also ich denke, das wird gleich nochmal sehr spannend. Vor allen Dingen auch nochmal die Frage, ist es Erdbeben vielleicht bewusst herbeigeführt worden? Gibt es da möglicherweise Indizien dafür? Und da möchte ich gerne auch nochmal darauf eingehen, weil das halte ich schon auch noch für eine heiße Kiste, darüber nachzudenken. Ja, also ich danke erstmal für eure Zuhören in der ersten Stunde, aber bleibt bitte dran. Es gibt eine kurze Pause. Wir hören gleich nochmal Pokerface und dann geht's gleich los mit brandheißen Informationen. Denn die Informationen, die wir hier analysieren, das sind ja eben Sachen, die man so in dem normalen Massenmedien nicht so bekommt. Man kann ja auch mal so Gedanken aussprechen und das hat mir immer viel geholfen. Also bleibt mal bitte dran. Wir kommen gleich wieder. Okay, bis gleich.
globalen Streik vom 15. bis 17. April 2011 durch. Mitmachen, hereinhören, friedlich aus dem System aussteigen. Mehr unter der Webseite unitedinstrike.com oder auch unter wakenews.net. Internationaler Streik. Solo segundos hay que ya no respires más. Estoy contando el tiempo que te queda ya. Tú piensas que tu vida nunca va a acabar. Yo me ha matado Dios para ver que mueres ya. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. So, willkommen zurück aus der Pause. Hier ist Wake News Radio und wir haben heute das Thema, dass wir uns informieren wollen über den aktuellen Stand der Dinge und vor allen Dingen die Informationen, die wir kriegen, auch in den Massenmedien jetzt links und rechts um die Ohren geknallt kriegen aus Japan, dass wir die interpretieren und vor allen Dingen auch nochmal nachdenken darüber, was dahinter steckt und wer dahinter steckt auch möglicherweise. Und da ich mich ja ganz speziell auch mit dem Thema Planet X, Komet Elenin und alles, was da aus dem Himmel auf uns zurast, sowie um die Situation hier jetzt mit einem Polsprung oder Polshift auseinandersetze und eigentlich einen Großteil jetzt meiner Sendung auch darauf ausrichte, eben auch aus gegebenem Anlass, weil eben die Katastrophen dort in Japan jetzt so deutlich zu sehen sind, ist es ganz wichtig, dass wir uns hier also auf den letzten Stand bringen. Und meine Absicht ist es eben, nicht euch nur Infos dahin zu setzen und zu sagen, wie viele Leute jetzt da jetzt wieder gestorben sind und wie viel Geld da jetzt wieder in den Sand gesetzt wurde, wie es häufig die Massenmedien tun, sondern ich möchte versuchen, diese Informationen so zusammenzufassen, für mich auch zusammenzufassen, dass ich nicht außer Augen verliere, dass im Hintergrund natürlich die Sachen auch noch weiterlaufen. Denn bloß weil jetzt die Katastrophe in Japan passiert, ja, mit der nuklearen Verstrahlung und allem, heißt das ja nicht, dass alle anderen Sachen auf der Welt mit einmal aufgehört haben zu existieren. Es wird nur nicht mehr davon berichtet. Ja, deshalb machen hier in der Bundesregierung, von der BRD, die Leute trotzdem weiter mit CO2 und dem Climate-Gate-Geschichten oder mit irgendwelchen Kriegsvorbereitungen gegen Libyen. Oder hier, wie es jetzt gerade so im Hintergrund passiert, ohne dass da einer darüber berichtet, dass zum Beispiel Saudi-Truppen in Bahrain einmarschiert sind und dort die Protestanten zusammen möbeln und schießen. Ja, liest man nicht viel. Ja, oder dass da eben das Bankster-Kartell weiter die Leute ausraubt und versucht eben sein eigenes Schäflein ins Trockene zu bringen. Auch das geht ja weiter. Es wird nur nicht mehr darüber berichtet. Das heißt also nicht, dass bloß weil jetzt in Japan was los ist, die anderen Sachen alle weg sind. Die laufen alle weiter. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es läuft hier wesentlich mehr ab als nur eine Katastrophe. Und da gibt es eben auch Hinweise darauf, dass eben das durchaus auch so gewollt oder genutzt wird von den Dims, der dominanten irrsinnigen Minorität, wie ich sie nenne. Andere nennen sie auch mal Elite, aber sie haben diesen Namen nicht verdient.
Und hier muss man also aufpassen. Da muss man also trotzdem sich weiter auch alternativ erkundigen. Und ich muss sagen, Hut ab, also bei YouTube kann man sehr, sehr viel Informationen auch aktueller Natur herausfiltern. Das ist ein sehr wichtiges Instrument. Und ich bin da sehr dankbar auch den vielen Leuten, die mir da Informationen zukommen lassen, oder wo ich dann Informationen rausnehme und sie dann hier aufbereite für euch oder für den deutschsprachigen Bereich, soweit ich es kann. Und ich habe auf meiner Seite jetzt auch nochmal eine Subseite eingerichtet. Wenn man also auf wakenews.net dann Planet X auf News geht, kriegt man auch gleich einen Link zu Instrumente, Tools oder Monitore. Und da kann man eigentlich, also da führe ich jetzt immer alles auf, was ich gut finde oder was eine tolle Übersicht ist, kann man sich mal informieren. Da gibt es so Erdbebenmonitore, da gibt es Vulkanaktivitäten, Aufzeichnungen. Es gibt dort Wetterinformationen, Verstrahlungsinformationen, den Jetstream, der wird genau verfolgt. Ja, warum gab es eine höhere, erhöhte Radioaktivität in München oder in Bayern irgendwo? Warum ist das da hingekommen? Also, wenn man das weiß, ein Jetstream, bewegt sich halt mit Jet-Geschwindigkeit. Ja? Und deswegen kann es eben sein, dass einiges von diesem nuklearen Zeug schon hier rübergekommen ist, ohne dass wir es überhaupt gemeldet bekamen. Offiziell sowieso nicht, aber man kann das eben versuchen, mal selber herauszufinden. Da gibt es eben auch Wetterprognosen, das ist für die Amerikaner sehr wichtig, weil ja eben das ganze, der ganze Wind aus der Richtung Japan östlich zieht. Also, und ich habe da jetzt eine Prognose heute gesehen, die dann eben zeigt, dass vielleicht das US-Gebiet gar nicht so stark betroffen sein wird, aber die ganze nördlichere Hälfte von Kanada. Und aber da Gott sei Dank überwiegend auf nicht so stark bewohntem Gebiet. Also man kann sich da ziemlich aktuell informieren, auch vor allen Dingen über Orte, die nicht hier direkt vor Ort sind, sondern weltweit kann man da einen ganz guten Überblick kriegen. Und natürlich auch die ganzen Links zu Monitoren über das, was im Weltall abgeht, also angefangen von Google Earth über andere, die man sich da alle natürlich anschauen kann und nutzen kann. Ich weiß, nicht jeder hat die Zeit, da stundenlang jeden Tag dran zu sitzen und es ist auch sicherlich nicht wichtig, dass man jeden Moment davor sitzt und dass jede Sekunde studiert, wenn man nicht direkt im betreffenden Gebiet ist. Aber es ist trotzdem ganz wichtig, auch mal die Zusammenhänge zu erklären. Und deshalb möchte ich auch nochmal auf Japan zu sprechen kommen, weil das ist ja ein Thema, was jetzt auch wirklich extrem ausgeschlachtet wird. Ich sehe das, also da läuft ja im Fernsehen permanent irgendeine Berichterstattung darüber. Und wenn wir ja wissen, wir die aufgewachten und informierten Leute, die wir hier jetzt zusammen sprechen oder ihr mir zuhört, die Medien machen nichts ohne Sinn und Zweck. Das heißt, offenbar haben sie auch den Auftrag, darüber zu berichten und das so intensiv, dass eben die anderen Themen so ein bisschen abfallen oder eben gar nicht mehr im Fokus sind, um dann eben weiter ihr schmutziges Geschäft hier machen zu können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir wissen müssen, dass es in Japan ja schon seit sehr geraumer Zeit diese Erdbebenaktivitäten gibt. Und ich habe das auch schon in der letzten Sendung oder in den letzten zwei Sendungen gesagt, und wir haben auch ganz viele andere Kollegen im Internet oder in Blogs und bei YouTube, die darauf verweisen, dass HAARP sehr aktiv ist und dass HAARP eine Wetterwaffe ist, dass wir uns im Wetterkrieg befinden. Das ist gar keine Frage. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also dass HAARP dort auch in Japan aktiv ist, gar keine Frage. Aber, und hier bin ich nochmal, ich muss mir ja selber auch immer ein Bild machen davon, und ich muss sagen, ich kann nicht das eine sagen, und ohne das andere mit mir anzuschauen und mir eine Meinung zu bilden. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist ausschließlich HAARP. Weil es wäre vermessen, wenn du dir das anschaust. Und ich habe mir das heute intensiv angeschaut. Einer YouTuber, der Dutch Sins, der hat wieder ein super Video gemacht, habe ich auch bei mir reingestellt, kann sich jeder mal angucken, wo er gezeigt hat, über Google Earth, wo haben die ganzen Erdbeben denn stattgefunden? Vor allen Dingen auch diese starke, das 8,9 oder 9,0, also wer weiß schon, ob das alles auch richtig berichtet ist. Dieses ganz intensive Erdbeben. Ja, wenn ihr dir das anschaust, das ist eins nebeneinander, das sind 40, 50
alle nebeneinander passiert, und zwar nicht auf dem Land, also nicht auf dem auf der Insel Japan, auf dem Inselgebiet, sondern im Meer. Und wenn man das sieht, also der östliche Teil von Japan Richtung Pazifik, das geht ungefähr so, das geht langsam, geht das Land oder geht der Meeresboden tiefer, bis er zu einer Kante kommt. Und diese Kante liegt etwa so 200-300 Kilometer vor der Küste. Und die fällt dann tief ab für, ich glaube, mehrere tausend Meter. Ja. Und man kann eigentlich sehr deutlich sehen, dass diese ganzen Erdbeben stattgefunden haben, eben am oder um diesen Rand von diesem tief abfallenden, Graben, ja, der da losgeht. Und jetzt, wenn wir das auch nochmal in Verbindung setzen mit der Information, dass offenbar Japan selbst sich also Richtung Pazifik, Richtung diesen Graben um mehrere Meter verschoben hat, ja. Und wenn man dann auch noch sieht, wie zum Beispiel das Wasser aus dem Boden, aus dem normalen Boden rausströmt, ja, richtige Seen entstehen, vor allen Dingen in dem Gebiet, wo in Japan Land aufgeschüttet wurde, die haben ja da sehr viel Neuland gewonnen, auch im Flughafenbereich, dann bei Tokio zum Beispiel, haben die das alles neu aufgeschüttet. Das sind auch natürlich so, wie soll ich sagen, so Wohngebiete draus geworden. Oder jemand, der dort eben wohnt, das war ein Amerikaner oder ein englisch sprechender Europäer, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, der dort wohnte irgendwie mit seiner japanischen Frau und dort irgendwie arbeitete und so weiter, der ging aus seinem Haus raus und sah, wie sich damit einmal die Erde auftat. Der brach alles auseinander und dann hatte so eine schöne Wiese, schöne Anlage. Mit einmal kommt da überall Wasser raus. Der hat das sogar gefilmt, als das passierte. Das bedeutet im Prinzip, und wenn das vor allen Dingen so weitergeht und die sind die Vorhersagen der Leute dort, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass wir dort an diesem Bereich vor Japan an der pazifischen Küste noch mit wesentlichen Erdbeben rechnen müssen. Das wird also wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und das heißt im Prinzip, dass das Japan so abkippt Richtung Osten. Möglicherweise sogar, dass das alles nachgibt dort, das ist ja wie so ein Abhang. Und das könnte sein, dass der Abhang anfängt zu bröckeln und dass dann vielleicht Japan richtig so einen Abgang macht ins Meer hinein. Und daher sind die ganzen Gebiete, wie das ja auch zu sehen ist, in Indonesien teilweise oder auch auf den Philippinen, wo ja auch ganze Bereiche, Küstenbereiche inzwischen unter Wasser liegen. Das wird übrigens alles von den Regierungen vertuscht. Die machen mit einmal neue Kartenmaterial und so und zeichnen das gar nicht aus als Wohngebiete oder als Dörfer oder so, sondern ja, machen eine quasi Küstenlinie neu, um nicht diskutieren zu müssen, was denn eigentlich wirklich mit dem ganzen Land passiert. Das heißt, das sinkt alles ab. Und wenn das passiert und zusätzlich noch vielleicht eben große Erdbeben, dann kann es also wieder Tsunamis geben, die nicht nur für Japan selbst eine Katastrophe wären, weil das hat man ja gerade gesehen, wie das aussieht, was da passiert. Man kann sich das ja im Film und so alles anschauen. Das wird auch teilweise ja noch in den Medien jetzt auch immer wieder und wieder gezeigt. Es gibt auch ungeschnittene Videos, die also sehr eindrucksvoll sind. Dann heißt das auch Tsunamis für die Westküste Amerikas. Und wenn wir dann auch noch wissen, was wir vorhin besprochen haben, dass die Zetas beispielsweise eben mit ihren Vorhersagen bis jetzt ziemlich auf dem Punkt sitzen, dass die also jetzt die nächsten Aktivitäten an der südafrikanischen Pazifikseite erwarten. Chile ist klar, da hat es schon diese massive Erdbeben letztes Jahr gegeben, was angeblich schon den Erdachse verschoben hat. Und jetzt das in Japan weiteres verschoben hat und möglicherweise auch noch weiter drückt. Dann kann man da nur Schlimmstes erwarten. Und auch Europa wird nicht verschont bleiben. Ne? Wenn man nach Zeta Talk geht, ist Europa dann auch dran. Und die Vorhersagen liegen ja alle vor. Ob sie jetzt nun dem Monat und dem Tag genau stattfinden, wie es vermutet wird, kann natürlich keiner genau sagen. Aber bis jetzt muss ich sagen, Hut ab. Also die Zeta-Talk-Sachen sind ziemlich so eingetroffen. Nur was wir jetzt, heute ist ja der Tag, wo auch schon erwartet wurde, dass vielleicht ein Polsprung stattfindet. Heute ist ja der 15. Das hat bis jetzt nicht stattgefunden. Der Tag ist natürlich auch noch nicht zu Ende. Aber
Am 19. beispielsweise ist ja, da steht der Mond der Erde am nächsten. Und das kann wieder irgendetwas auslösen. Außerdem wissen wir ja, dass die planetaren Einflüsse, ich meine, wer dieses Stereo-Teleskop sich anschaut von der Sonne, und es gibt da einen YouTube-User, den ich auch sehr gerne zitiere und auch seine Videos auf meiner Seite unter witness.net Sun abbilde. Das ist BP Oil Disaster. Der hat also, der macht das ganz super und zeigt also auf, auch filmt das ganz toll ab vom Bildschirm, wo man das dann sehen kann. Wo man eigentlich sieht, dass es sich neben der Sonne jetzt in den letzten Tagen ein Objekt bewegt, ja, ein riesengroßes Objekt, was also wie in die Sonne ein bisschen reingezogen wird, oder so wie so eine Pyramidenspitze gen Sonne zeigt, dann aber wieder zurückgeht und so weiter. Also irgendwie sieht es so ein bisschen aus, als wenn die miteinander kämpfen da, schwerkraftmäßig. Und also noch weitere verrückte Abbildungen, die man da sehen kann. Und die Sonnenaktivitäten in Bezug dazu sieht, die natürlich katastrophale Auswirkungen auch hier auf die Erde haben. Denn wenn das hier runterprasselt, die Strahlung der Sonne, und ich habe das ja erzählt, auch beim letzten Mal, dass ich so einen Sonnenbrand schon mehr geholt habe hier, allein nur von gerade mal eben draußen sein. Das ist also, das ist sehr gefährlich. Und das ist natürlich auch etwas, was noch zusätzlich kommt. Nicht? Also, sammeln sich jetzt so ein bisschen die Dinge, und da eben dieser Atom- oder Nuklearvorfall gewesen ist mit dem zu erwartenden Fallout, musste ich eben auch meine Ausrüstung nochmal überdenken und habe da also auch nochmal adjustiert und habe mich da nochmal etwas, oder will mich da auch noch etwas anders vorbereiten. Kann ich auch nur jedem von euch raten, das ganz wichtig zu nehmen, allerdings ohne Panik. Weil Panik haben wir jetzt hier sowieso noch nicht, weil wir haben noch ein paar Tage Zeit. Die in Japan, die sitzen in einer ganz anderen Kiste, und die vielleicht auf der Westküste von Amerika haben das nächste zu erwarten. Und nach CETA sind wir in Europa ein bisschen später dran. Aber es wird hier kommen. Und je besser wir vorbereitet sind, vor allen Dingen je mehr Bewusstsein wir entwickelt haben, umso besser sind wir vorbereitet. Also es gibt auf jeden Fall planetaren Einfluss. Und wir wissen das alle, die wir hier zuhören oder die wir hier miteinander jetzt in Verbindung stehen, auch durch diese Radiosendung. Es gibt, ob er nun Komet Elenin oder Planet X genannt wird oder sonst wie, spielt eigentlich keine Rolle. Es ist jedenfalls so, dass es einen planetaren Körper gibt, vielleicht sogar mehrere, die hier in unserem Sonnensystem jetzt aktiv sind und uns beeinträchtigen oder anderen Planeten auch. Und vor allen Dingen auch die Sonne eben anstiften zu ihrer besonderen Aktivität. Und diese Aktivität wird es sein, die uns hier auf Erden ordentlich zu schaffen machen wird. Es ist vielleicht weniger, dass ein riesengroßer Komet oder Asteroid hier auf uns ein, auf die Erde eintreten oder in die Erde wirklich knallen wird, sondern aber die Einflüsse, die schwerkraftmäßigen Einflüsse, die Magnetfeldeinflüsse, die Strahlung, die dann von der Sonne kommt, vielleicht der Schweif des Kometen, der uns trifft, wie wir das ja auch schon mal in den letzten Sendungen besprochen haben, an Möglichkeiten, das wird uns hier ordentlich zu schaffen machen. Wann es ist, ich habe ja das letzte Mal auch, das vorletzte Mal über mögliche Daten gesprochen. Wie gesagt, vom 15. März bis zum 21. Dezember, aber es wird sicherlich irgendwann dieses Jahr kommen. Also wir müssen uns vorbereiten, ist gar keine Frage. Wie kommt man nun auf den Gedanken, dass das alles inszeniert sein könnte? In Japan beispielsweise mit den ganzen Erdbeben und dieser Verschiebung der Erdachse. Und da habe ich eben YouTubern zugehört, die das analysiert haben. Und es war sogar jemand, der normalerweise sehr skeptisch ist, aber der über die Informationen gestolpert ist, was dort alles auch an Hab-Aktivitäten läuft. Und wenn man jetzt annimmt oder von der Hypothese ausgeht, es wird eine planetare Katastrophe geben, die auf die Erde einwirkt und vielleicht ein ILI-Event ist. Und zwar wirklich ein großes Ding. Und das weiß die DIMS-Gesellschaft, also die dominante irrsinnige Minorität. Dann werden die sich darauf vorbereiten, dass sie das tun.
Das wissen wir doch alle. Da brauchen wir uns jetzt wirklich, das brauchen wir nicht mehr in Frage stellen. Diese ganzen Bunker, dieses Einlagern von Samen und das, was die beste Methode ist, um die Sachen haltbar zu halten. Und vor allen Dingen dann diese ganzen Manöver, die da gemacht werden. Ja, das ganze Geld, was da ausgepresst wurde von der Bevölkerung oder diese Verschuldungsspirale, um eben diese ganzen Bunkerbauten, diese Städte unterhalb der Erde, die bis zu tausenden Metern runtergeht. Ja, ich glaube, die wirklich, das geht bis zu tausend Meter runter, haben die solche Dinger gebaut. Und man kann da einige Videos sich anschauen. Ich habe welche auf meiner Seite, aber es gibt auch noch mehr. Kann ich gar nicht alle dort aufführen. Das wäre noch eine extra Seite, die man machen muss. Über die Informationen, die es da überall gibt. Oder auch Berichte aus Dänemark von einem Politiker, der da quasi als Whistleblower, als jemand, der da eben aus dem Nähtäschchen plaudert, bekannt gegeben hat. Ob das nun alles stimmt, kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen, weil die wenigsten wirklich an die Öffentlichkeit treten, weil sie werden ja auch erpresst. Das haben wir das letzte Mal auch besprochen. Sie werden erpresst und sie werden möglicherweise auch gefügig gemacht dadurch, dass man sagt, also du kannst dein eigenes Leben und das Leben deiner Familie nur retten in dieser Katastrophe, wenn du hier dann Mund hältst und einfach mitmachst. Sonst hast du den Platz in der Arche verloren. Das werden natürlich die wenigsten dann riskieren möglicherweise. Und deswegen ist es nicht auszuschließen. Das ist eine Verschwörung. Es gibt ja so viel Verschwörung gegen uns. Also, und ich rede nicht mehr über Verschwörungstheorie. Ich sage, das ist Verschwörungspraxis. Denn das können wir doch alles inzwischen. Rothschild hat keiner, in den Namen hat keiner wirklich gekannt. Vielleicht so explizit vor ein paar Jahren. Aber seitdem jetzt die ganzen alternativen Medien draußen sind, egal ob das jetzt bei YouTube ist oder in Blogs oder in Internetseiten, teilweise auch in Printform, in Magazinform. Seitdem wird den Leuten, aha, ist der Name geläufig und dass es da jemanden gibt, der vielleicht der reichste oder die reichste Familie der Erde ist. Und dann gibt es sogar noch die Vermutungen, die da geäußert werden, dass eben diese Leute kontrolliert werden von Mächten, die stärker sind noch als auch diese. Und dass vielleicht sogar unsere Politiker irgendwie einer gewissen Gehirnwäsche unterzogen sind, weil sie so handeln, wie sie handeln und sich vielleicht gar nicht bewusst sind darüber, dass sie handeln, so wie sie handeln. Ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das will ich auch nicht ausschließen. Ich kann es nicht 100% beweisen, aber ich schließe überhaupt nichts aus. Vor allen Dingen, jetzt müssen wir mal überlegen, warum gibt es denn überhaupt diese ganzen Atomunfälle in Japan? Warum? Also unabhängig davon, dass da geschlampt wurde, dass die Leute die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten haben, dass nicht rechtzeitig abgeschaltet wurde, nicht rechtzeitig gewarnt wurde und so weiter und so weiter. Also diese Dinge, die natürlich auch mit menschlichem Versagen teilweise vielleicht zusammenhängen. Aber wer hat sie denn konzipiert? Erstmal, wer hat sie entwickelt? Wer hat sie gebaut? Wer verdient daran? Ja, warum gibt es die überhaupt trotz aller oder vieler Proteste? Es gibt ja so viel Anti-Atomkraft-Widerstand, sogar aus etablierten Parteien. Ich denke daran, die Grünen, als sie damals gegründet wurden, das war ein ganz wichtiger Punkt, Anti-Atomkraft. Und ich bin auch damals auf allen möglichen Demonstrationen gewesen, nie irgendwie Parteimitglied gewesen oder so, aber ich war immer auch gegen diese Sachen, weil mir sie klar war, dass das gemeingefährlich ist, diese Dinger. Ne? Aber wer hat sich dafür eingesetzt? Ging es nur um Geld? Na, also Geld spielt sicher immer eine Rolle, aber es ging natürlich auch um was anderes. Und wenn wir die Gruppe von Leuten oder Wesen kennen, die hinter den Kulissen da operieren, dann wissen wir da auch, dass die ihre Absichten haben. Und diese Absichten sind es eben auch eben die Schafe, das sind ja wir, die Schafherde zu kontrollieren. Und wir sind jetzt offenbar zu viele und deshalb haben sie ja die Georgia, in den Georgia Guidestones auch festgehalten, dass sie uns reduzieren wollen. So, und ist natürlich wunderbar. Dann freuen sie sich vielleicht sogar, dass das jetzt da alles passiert, weil, oh, dann haben wir wieder mal ein paar verstrahlt, vielleicht so ein paar Millionen und so. Und immer wurden ja auch Atomkriege durchaus für möglich gehalten. Ja, auch Atomkriege haben ja nichts anderes im Sinn, als eben viele, viele Leute umzubringen. Weniger die Materie als eben die Leute mit dem Risiko des Verstrahlens, aber vielleicht haben die eine Technologie, das dann wieder irgendwie zu neutralisieren, die wir nicht kennen. Es gibt sicherlich eine Menge Technologie, vor allen Dingen im
Bereich der Energiegewinnung, die wesentlich effizienter und vielleicht völlig unschädlich wäre, die man uns aber vorenthält. Also wer hat diese ganzen Atomkraftwerke geplant, gebaut, installiert? Wer verdient daran? Und wo wurden die installiert? Und da habe ich eben eine Übersicht gesehen, dass ganz, ganz viele von diesen Atomkraftwerken eben an ganz gefährlichen Orten gebaut wurden. Nämlich an diesen ganzen erdbebengefährdeten Gebieten, vulkanausbruchsgefährdeten Gebieten, dann an Orten, die so an diesen Bruchstellen liegen, wo die Erdteile aneinander stoßen und in Bewegung sind. Allein hat sich das einer angeschaut, da New Madrid Fault Line, also an dieser Spalte, die da von den großen Seen nördlich von Amerika, also um Chicago bis runter zum Golf von Mexiko geht, wo es ja jetzt auch diese Übungen gibt, ja, zufälligerweise, diese FEMA 2011 NLE Übung, wo diese ganzen Nahrungsmittel, getrockneten Nahrungsmittel und so weiter, Vorräte und so eingekauft werden. Ich will das nicht wiederholen, ihr kennt das. Tja, gibt es eine ganze Reihe von Atomkraftwerken. Ja, und wer kann so viele Atomkraftwerke in einem Erdbeben unsicheren Land bauen? Das können nur diejenigen, die auch die Kontrolle über die Vergabe der Lizenzen haben. Ja, so Bauvorschriften. Ne? Du darfst ja hier keinen Kaninchenstall bauen ohne eine Baugenehmigung. Ja, also alles wird kontrolliert und reguliert und alle versuchen also dir das Leben schwer zu machen. Aber ein Atomkraftwerk, das kannst du überall hinbauen. Vor allen Dingen eben da, wo es Erdbeben gefährdet ist. Und jetzt kommt man natürlich, oder diese Leute kamen dann auf den Gedanken, also unser Leben, ja, wie es ist, ob das jetzt in den USA ist, ob das in Europa ist, ob das alle unsere ganze Kultur ist. Ja, und man braucht bloß an solche Leute, die hochgehoben werden, so wie Schiller, Goethe und was weiß ich, denken, alles Freimaurer. Tja. Und also haben das offenbar die Freimaurer so geplant. Warum haben die das so geplant? Warum haben die das so geplant? Da könnte man sagen, ja, entweder, naja, also Freimaurer machen nichts einfach so, das wissen wir ja. Ne? Das ist alles irgendwie vorbereitet, kontrolliert, häufig an gewisse Zahlen oder an gewisse Geometrie, und ich meine, Freimaurer beschäftigen sich ja damit, also Maurer, das kommt ja aus dem Bereich, das waren ja auch diejenigen, die mit dem Bau der Pyramiden in Ägypten beteiligt gewesen sein sollen. Lassen wir das mal so im Raum stehen, das mache ich jetzt nicht diskutieren, es führt zu weit. Aber die machen das sicherlich nicht einfach so, weil sie es aus Versehen gemacht haben, sondern da hat es irgendeinen Sinn dahinter. Das heißt, Freimaurer planen Städte, planen die Infrastruktur, die haben auch Atomkraftwerke an den Bruchstellen der Erdteile genehmigt und geplant und genehmigt. Und wenn man weiß, dass viele dieser auch einem Todeskult angehören oder das auch da drin steckt mit Satanismus und so weiter, auch das ist keine Theorie mehr, das ist ja auch Praxis, Verschwörungspraxis, dann haben die wohl möglicherweise seit langer Zeit eben das so geplant. Und da kam eben dieser Person dann auch der Gedanke, möglicherweise wissen die, dass es eben eine planetoiden Vorfall geben wird, der uns hier vielleicht ausrotten könnte oder eben nur wenigen die Möglichkeit lässt zu überleben. Und vielleicht wollen sie irgendwas korrigieren an der Erdachsenstellung, dass es sie vielleicht nicht so hart trifft. Vielleicht, dass irgendwie eine Drehung oder eine Änderung der Erdachse vornehmen wollen, aus irgendwelchen Erkenntnissen, die sie gewonnen haben, mitsamt ihrer Wissenschaft. Ich meine, dass die Wissenschaft auch Komplizen sind in dieser Verschwörungspraxis, wissen wir auch. Weil nicht umsonst werden Daten gelöscht. Erdbeben, die erscheinen, werden, das habe ich noch heute Morgen, es waren gewisse Erdbeben, die nicht mehr erschienen sind, sind runtergenommen. Ja, vor allen Dingen jetzt im US-Raum. Oder auch oben, warum schaltet man so ein Teleskop ab? Das weiß Teleskop. Warum wird bei Google Earth, da also im Google Sky, ganzes Feld verdeckt
wo angenommen wird, dass Nibiru erscheint. Es gibt ja Nibiru dort sogar als Stichwort. Man kann es eingeben in einigen Teleskopen und es werden einem Daten angezeigt. Und die Sichtungen der Leute, die sich damit beschäftigen, zeigen ja auf, dass sich Planeten oder planetähnliche Körper auf uns zubewegen. Keiner weiß es ja 100%. Ja, auch die Daten, die man uns präsentiert, wer weiß denn, dass die alle richtig sind? Vielleicht ist da auch was getürkt. Ja, ein Film, den ich mir immer wieder gerne anschaue, ist auch 2012, wo dann der eine sagt, ja, oh, ich habe mich leider getäuscht um ein Jahr. Ne? Also das, ja, also ja, auch hier sind natürlich Fehleinschätzungen sogar von den DIMMs möglich. Also man muss jetzt die nicht so hoch setzen, dass die oder die Leute, die mit denen mitarbeiten, die Crabs, dass die alle nun wirklich alles hundertprozentig und 150%ig wissen. Also es kommen sicherlich auch viele Dinge da rein, vor allem wenn man auch überzeugt ist, dass es mehr gibt als nur die dritte Dimension, in der wir leben oder der auch an eine Schöpfung und an Gott glaubt. Es gibt natürlich auch Gegenspieler dieser DIMMs, die uns hier vielleicht auch helfen werden, die Dinge vielleicht in eine ganz andere Richtung zu lenken oder eben ihre Maßnahmen dann zu treffen, die dann vielleicht das Böse, wenn man so will, bekämpfen könnten. Also das ist natürlich auch eine Glaubenssache und Glauben ist immer wieder sehr, sehr schwierig. Aber was wichtig ist, ist, glaube ich, dass man trotzdem spirituell alert bleibt und nicht nur sagt, ich brauche jetzt ein größeres Messer für meinen Rucksack. Sondern das sind eher nur die Nice-to-have-Sachen. Also schön, wenn man das auch noch im Griff hat. Aber wichtig ist, dass man eben, wie gesagt, das Bewusstsein und die spirituelle spirituelle Denken hier mit reinbringt und auch weiß, dass es mehr gibt als nur die dritte Dimension. Und insofern denke ich, ist auch das nicht auszuschließen, dass vielleicht diese DIMMs da irgendetwas vorhaben, was sie, nicht wir. Also wir haben nichts davon. Sie werden das nur tun, um sich selbst irgendwie einen Gefallen zu tun und opfern dabei eben gerade mal so ein paar Millionen, das ist kein Thema für die. Ne? Die machen das. Und dass das so ist, wissen wir aus spätestens seit dem Irakkrieg. Das war ja so eine Lügengeschichte und da sind Millionen umgekommen, völlig unschuldige Menschen. Und das sagt er sogar noch. Ne? Sagt, ja, hab mich geirrt und wurde es absichtlich oder was auch immer. Also da muss man mit allem rechnen, wenn von diesen Leuten werden wir ja regiert. Und dass die meisten Leute nicht aufgewacht sind, ist für mich immer noch ein Rätsel. Und das muss unsere Aufgabe sein, bis zur letzten Sekunde zu versuchen, den Leuten zu zeigen, dass es noch mehr gibt als das, was sie da im Fernsehen sehen. Und jetzt nochmal zurück zu eben den aktuellen Dingen, die da auf uns zukommen. Ich versuche das eben auf meiner Seite auch immer zu aktualisieren, weil man ja auch in einer Sendung nicht immer alles bringen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Detailinformationen müsst ihr euch dann selber anlesen oder eben nach den Hinweisen, die ich euch gebe, mal danach suchen. Wenn ihr das nicht sowieso schon tut, regelmäßig. Ich will hier vor allen Dingen meine Meinung darstellen und euch meine Sichtweise mal ein bisschen näher zu bringen, um entweder bei euch auszulösen, dass ihr sagt, ja, könnte sein, oder sagt, nee, das ist es bestimmt nicht. Oder zu sagen, ja, also das sehe ich auch so. Und oder es gibt auch Leute, die sagen, so, das ist Unsinn, was der da sagt, also oder schreibt. Oder ja, ich habe ja erzählt von diesen Leuten, die dann Kommentare schreiben in die YouTubes oder so und dann sagen, also das ist alles Bullcrap, ja, ich will das jetzt nicht auf Deutsch übersetzen. Ja, das ist auch jedem sein Recht. Vor allen Dingen muss er ja auch den Sendungen nicht zuhören, muss das auch nicht lesen und muss auch die Videos nicht schauen, ja, wenn man nicht will. Und es gibt Leute, die wollen auch nicht mal erwachen. Die wollen in ihrer Matrix weiterleben, weil sie wirklich, ja, soll ich sagen, nicht gestört werden wollen, ja. Ja, also ich habe jetzt hier gerade nochmal eine Information. Heute waren schon wieder 5 Erdbeben, also nur allein heute über 6,0. Und das passiert häufig, das ist hier übrigens vom Harald eine Information, das passiert meistens, wenn also größeres Erdbeben bevorsteht. Und das sagen ja auch viele, dass jetzt gerade in Japan
eben noch ein großes Ding kommt oder größere Sachen kommen, das ist noch nicht zu Ende. Und deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten und das war jetzt nur der Anfang. Also davon bin ich auch überzeugt, absolut überzeugt. Und ihr könnt auch beim Harald immer mal gerne reinschauen, der hatte den Blog survivalangel.blog.de. Der hat einen super Blog und hat auch immer sehr aktuelle Informationen über das, was da passiert. Vor allem auch über die Strahlenwerte, ja. Da kann man sich auch mal erkundigen, was da so abgeht. Ich finde, das müssen wir jetzt einfach tun. Uns nicht nur informieren, sondern auch vor allen Dingen dann daraus die richtigen Schlüsse für uns ziehen. Und das ist das, was ich eben euch auch mal ein bisschen helfen wollte, dass ihr da auch wirklich euch umschaut. Es gibt also wirklich tolle Informationen, noch erhältlich, solange das Internet funktioniert. Und einen ganz wichtigen Punkt, auf den ich jetzt nochmal eingehen wollte, weil der ist leider jetzt immer so ein bisschen zu kurz gekommen, auch in den letzten Sendungen. Da komme ich jetzt gleich nochmal. Hier ist gerade nochmal eine Frage bzw. ein Hinweis von jemandem, der zuhört. Bitte keine Jodtabletten an Personen über 45 Jahre. Ich komme selbst aus dem Pharmabereich, bitte vorsichtig sein mit solchen generellen Empfehlungen. Okay, gut, also ich bin jetzt auch über 45, ich habe mir trotzdem welche besorgt. Muss ich mir dann nochmal in Ruhe anschauen. Er hatte auch da einen Link dazu gegeben bei Wikipedia.org, Wiki Kalium Jodid. Also schaut da gerne nochmal rein. Ich bin ja auch kein Fachmann im medizinischen Bereich. Ich wollte mich nur einfach auch vorbereiten auf das, was da kommt. Und das dabei zu haben, ist vielleicht auch nicht schlecht, weil ich habe es ja auch nicht nur für mich besorgt, vor allen Dingen auch für Kinder, dass man denen irgendwie helfen kann. Oder und das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich der Übergang zu dem Punkt, den ich jetzt gerade nennen wollte. Und übrigens nochmal herzlichen Dank für die Hinweise und die Links und die Tipps. Und ihr könnt immer noch was reinschicken, auch nach der Sendung, auch während des englischen Teils oder so. Ich sammle die dann und versuche dann noch darauf einzugehen, auch in späteren Sendungen oder teilweise auch individuell. Also nochmal radio@wakenews.net, kann jeder also seine E-Mails schicken zu Fragen, Infos oder Tipps oder Kommentaren. Was ganz wichtig ist, es geht hier, und das hat der Harald auch das letzte Mal gesagt, es geht hier darum, nicht, dass wir Einzelkämpfer sind und nur um unser eigenes Überleben kämpfen dürfen, wobei das natürlich eins unserer Instinkte ist, überleben zu wollen. Aber es geht eigentlich darum, dass wir diese Situation auch nutzen, zu uns allen zu finden, zur Menschheit insgesamt, zu unserer Spezies, zu unseren Mitmenschen, nicht nur die Familie, sondern allen. Weil wir sitzen alle im selben Boot. Ja, ich bin kein Dim oder kein Crap. Ja, also ich gehöre nicht zu der dominanten irrsinnigen Minorität und die sich da irgendwo 1000 Meter tief im Bunker aufhält, sondern ich bin einer, der hier genauso wie ihr draußen irgendwie sein Überleben sichern will, vor Schutz vor all den Dingen, die da kommen können. Und das sind nicht nur Tsunamis, das sind nicht nur Erdbeben, das sind nicht nur Vulkanausbrüche, das ist vor allen Dingen auch die nukleare Bestrahlung oder auch die Sonnenstrahlung, die schlimme Auswirkungen haben kann und in der Kombination vielleicht sogar wirklich einen sogenannten Extinction Level Event darstellen, wenn dann noch zusätzlich planetoide Einflüsse hier auf uns niederprasseln und so weiter. Es kann also ganz dick kommen. Umso mehr ist es ganz wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir es alleine nie schaffen. Es geht immer nur in der Gemeinschaft, weil wir sind ja auch Gruppenwesen. Wir müssen in der Gruppe sein. Die Familie ist die kleinste erste Gruppe und ansonsten der Stamm oder die Gemeinschaft hier in der Nachbarschaft oder wie immer man es nennen will. Oder ein ganzes Volk, ja, ein ganzer Volksstamm, wenn man so will. Das spielt keine Rolle. Es geht auch nicht nur um eine Religion und die andere, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot. Ist auch nochmal ganz wichtig. Ob man jetzt schwarz ist oder eine schwarze Hautfarbe hat oder weiß ist oder was weiß ich oder spielt keine Rolle. Wir sind alles eine Spezies und wir wollen alle und wir haben alle das Recht zu leben und zu überleben. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das immer im Kopf behalten. Wir müssen einander helfen. Und aus dem Grund habe ich also auch ist im Internet hier ein gutes Beispiel gefunden, das ich euch nennen will, was ich auch auf meinen Links da habe unter Monitore, Tools und Instrumente, was ihr euch da alles mal anschauen könnt. Und es ist, wie gesagt, noch nicht komplett. Also es kann da jeden Tag immer wieder was Neues hinzukommen. Und ich bin froh, wenn ich da von euch auch Links, Hinweise und so weiter kriege. Ob ich das immer alles sofort umsetzen. Und ich bin ja auch
habe hier keine 100er Mannschaft, die mir hilft, und ich bin hier kein professioneller, kommerzieller Sender, sondern ich mache das alles nur, weil ich das mache, weil ich das für richtig halte und nicht nur für mich, sondern für euch alle. Sonst bräuchte ich hier gar nicht sitzen und im Radio sprechen, sondern könnte mich nur um meine eigenen Belange kümmern. Ich will, dass wir alle eine Chance haben. Und das, was ich erreichen kann, was ich tun kann, das will ich tun und erwarte dasselbe im Prinzip von meinen Mitmenschen auch. Denn nur dann hat man Chancen. Und diese Seite, die ich euch jetzt hier mal nenne, die könnt ihr dann auch gerne nochmal selber nachforschen oder sehen, ob das für euch was ist. Das ist natürlich aus dem englischsprachigen Bereich ein Tipp. Es ist patrioticspace.whynotnews.eu. Das ist eine Seite, da gibt es einen Link, die versuchen so quasi Gleichgesinnte in verschiedensten Regionen, also natürlich viele in Amerika, aber auch hier in Deutschland habe ich gesehen, die so Leute suchen, die sich irgendwie anschließen wollen, die Gruppen bilden wollen. Und das ist ganz entscheidend, weil wir werden vor allen Dingen, wenn wir in Städten leben, angewiesen sein darauf, dass wir hier rauskommen, weil die Stadt ist natürlich ein erstes Angriffsziel bei Erdbeben oder sonstigen Dingen, weil man hier keine richtige Lebensgrundlage hat. Man hat auch keine Fluchtmöglichkeit in dem Sinne. Man kann nicht ausweichen. Ja, oder wenn die Gebäude zusammenstürzen oder die Versorgung zusammenbricht, weil die Geschäfte nicht, es keine Geschäfte mehr gibt oder was auch immer. Oder vielleicht auch Mord und Totschlag, weil die Leute sich um das Letzte, was es zu essen gibt, da streiten, und das wird passieren. Das ist, auch wenn du deinen Menschen liebst, der Hunger und der Durst werden dich zu einem Raubtier machen. Das ist der Punkt, weswegen wir Gruppen bilden müssen. Wir müssen Gruppen bilden, um das zu vermeiden. Zumindest mal in der Gruppe selbst. Dass man nämlich dann sich gemeinsam hilft, dass man sich gemeinsam versorgt. Weil du kannst, wie ich das vorhin schilderte, wenn du auf der Flucht bist oder irgendwie einen anderen Ort aufsuchen musst, eben keine 100 oder 200 Liter oder 200 Kilo tragen. Geht nicht. Ja? Das heißt, die Sachen müssen ein bisschen verteilt werden. Und dann bei Familien. Ich habe das letzte Mal auch schon darüber gesprochen mit Harald. Was mache ich, wenn ich mit kleinen Kindern unterwegs bin? Es geht alles. Es geht alles. Auch die Indianer haben das gemacht. Oder machen das noch heute teilweise, sofern sie das dürfen. Die hat man ja einkaserniert. Aber wie haben die das gemacht? Die haben vielleicht ein Pferd gehabt und dann haben sie zwei Stangen hinten gehabt, haben dann eine Matte dazwischen befestigt und dann haben sie die Kinder und die Vorräte da drauf getan. Und dann sind sie irgendwie so durchgezogen. Und ich meine, unsere Vorfahren haben das auch irgendwie geschafft. Ja? Ja, obwohl sie eben keine Autos hatten und so weiter. Also es geht. Es geht alles. Und wenn man dann zum Beispiel Tiere hat, wie Hunde, wenn sie nicht zu klein sind natürlich, also die können dann auch einen Teil selber tragen, man muss dann nur ein bisschen eine Vorrichtung dafür machen, damit es einfacher ist. Und Kinder, die machen dann auch schon eine ganze Menge mit. Aber auch hier, natürlich geht das nur in der Gemeinschaft. Nur wenn man zusammenhält, zusammen Dinge macht. Und dazu muss man auch ein bisschen über die direkte Familie hinausgucken oder vielleicht über die direkte Freundesklicke, mit der man gerade zusammen ist oder so. Denn man braucht vielleicht auch die Hilfe noch von anderen Menschen. Vor allem, man darf nicht vergessen, es darf auch keine Feindseligkeiten geben. Also man muss versuchen, einen Weg zu finden, vielleicht schon zu guten Zeiten, noch guten Zeiten, Verbindungen zu knüpfen zu anderen, ob es jetzt Nachbarn sind, ob es vielleicht Organisationen sind. Und ich bin jetzt nicht so ein Typ für Organisationen, aber viele sind ja organisiert, entweder über ihren Verein oder über die Kirche oder sonst irgendwie. Und es geht ja um uns alle. Nicht weil einer in der Kirche ist, wird ihm nichts passieren oder so, sondern er wird dieselben Überlebensprobleme haben, wie wir alle in der Situation. Und deswegen ist es gut, wenn man das Thema mal bespricht. Oder es gibt auch solche Hilfsgemeinschaften schon. Der Harald hat es letzte Mal auch schon erzählt. Ne? Es gibt Leute, die helfen sich gegenseitig und nehmen dafür kein Geld, sondern man macht dann für den mal wieder irgendwas oder so. Ja, also diese Bartergeschäftchen untereinander, kann man vielleicht mal so sagen. Aus welcher Motivation auch immer. Meistens ist ja auch Sympathie. Ich meine, du machst ja nichts für jemanden, den du nicht magst. Also gut ist es, wenn man versucht eben, sich den Leuten rechts und links zu nähern, um da eben solche Gemeinschaften zu bilden. Und das kann man auch durchaus mit Fremden tun. Wenn man jetzt da nicht unbedingt jetzt in seiner richtigen Umgebung was hat, man kann also auch eben auf solchen Foren nach Interessenten gucken, die man vielleicht noch nie gesehen hat, aber auch in derselben Region leben oder
weil das muss natürlich auch passen, es sollte schon nicht zu weit auseinander sein, weil sobald dann die Kommunikation auseinanderfällt, dann wird es dann schwierig. Ja, aber da muss man vielleicht auch geografisch zueinander irgendwie eine Kontaktmöglichkeit haben. Ich hatte das jetzt mitbekommen beim YouTuber in USA, die also da ihr ganzes Gepäck verstauten und Anhänger gebaut hatten oder umgebaut hatten und dann jetzt dabei waren, alles zu beladen, weil die USA sind natürlich jetzt im Moment zuerst dran, möglicherweise mit allen möglichen Erschrecknissen, aber das zeigt auf und da kamen dann Leute zu ihm, besuchten ihn und so weiter und da war dann auch eine Person dabei, ein junges Mädchen, die hatte da, wusste nicht wohin und da hat er einen Aufruf gemacht im Internet und da haben sich dann ganz viele gemeldet und haben gesagt, hier, du kannst doch zu uns kommen und dann kannst du da mitmachen oder so. Also offen sein. Und das ist nicht so, wie wir das jetzt hier so in der Gesellschaft, in der Zivilisation angewöhnt wurden, dass man sagt, hier closed shop, also alles zu und hier keiner darf über meinen Zaun gucken. Und ich glaube, da müssen wir umdenken, weil wir werden nur gut überleben können, wenn wir es alle versuchen, miteinander zu schaffen oder so viele wie möglich, um sich auch vielleicht dann gegenüber anderen zur Wehr setzen zu können, wenn es denn nötig ist. Ich meine, das eigene Überleben ist natürlich immer an erster Stelle. Das hab's ja gesagt, bei den Urinstinkten. Und wenn eine Gruppe eben meint, sie brauchte sich nicht vorsorgen und sie brauchte sich nicht organisieren, sondern sie nimmt den anderen die Sachen ab, indem sie überfällt oder sonst was, wird kommen. Das ist keine Frage. Dass man dann doch eine Gemeinschaft hat, die stark genug ist, um von vornherein die Leute abzuschrecken oder zu sagen, hoppla, also hier bei uns nicht. Oder vielleicht auch anderen Gruppen zu Hilfe zu kommen oder sich zusammenzuschließen. Das ist etwas, was es in der Menschengeschichte immer schon gegeben hat, nur wir sind es nicht mehr gewöhnt. Weil wenn wir gedacht haben, oh, das wird immer so schön bleiben, das wird immer so schön, ja, hier wunderbar, ich gehe in die Disco und dann überall schön ausgehen und essen gehen und in jeder Ecke, wenn die, wo ich es gerade will, steht ein McDonald's und ja, solche Sachen. Das gibt's dann alles nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Ja. Und wir haben auch über Geld gesprochen das letzte Mal. Ist schön, wenn du Geld hast, also wenn du es auf der Bank hast, liegt es schon mal verkehrt. Wenn du es in der Hand hast, in Form von Scheinen und Münzen, ist schon besser. Auch wenn du weißt, dass das Geld hier eigentlich auch nichts wert ist. Ja, nicht mal das, was da, es hat ja nicht mal einen Materialwert, weil es ist alles aus wertlosem Zeug. Also Papier kannst du höchstens zum Anzünden nachher verwenden. Diese Münzen, die haben keinen Wert. Es ist kein nicht mal Edelmetall drin. Egal, in welche Währung du da gehst. Das gelten höchstens noch diese Silbermünzchen und ein paar Goldmünzchen und so. Ja, aber auch die nutzen dir ja nichts, wenn du dann unterwegs bist. Ein paar zu haben ist sicherlich vernünftig und gut. Vielleicht kannst du irgendwo was vergraben für spätere Zeiten mal und so. Aber dann auf der Flucht und so, da zählen nur noch Dinge, die du wirklich brauchen kannst. Und das ist vor allen Dingen Trinken. Trinken, trinken, trinken. Wasser, 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 Wasser. Das ist an erster Stelle ganz wichtig, dran zu denken. Und dann natürlich Nahrung. Und Kinder brauchen da noch wesentlich mehr von beiden als die Erwachsenen. Weil die Erwachsenen können auch mal ein paar Tage fasten, wie es der Harald gesagt hat. Und es tut keinem von uns, ich meine, es gibt natürlich sehr dünne und schlanke Menschen, aber die meisten haben doch ein paar Kilos zu viel, also da ist es nicht so schlimm, wenn man da mal ein paar Tage ein bisschen darauf verzichten muss. Das heißt nicht, dass es einem dann dabei unbedingt gut geht. Natürlich hätte man lieber gerne mal schönes dickes Steak oder schönes Filet vom Thunfisch oder sonst irgendwas, aber die Zeiten sind dann eben anders, zurück zur Natur. Und das ist auch das, was letztendlich hier unser Prozess sein muss. Und der muss jetzt beginnen, spätestens jetzt. Vorräte einkaufen, ganz wichtig, denn die Geschäfte sind in 0,nix leer. Wenn die Leute erstmal auf den Trichter kommen, wenn die erstmal in Panik in Panik übergehen, wo die Panik ausbricht, dann kannst du gar nicht gucken, so schnell sind die Dinger alle leer. Und die Leute, die Distributoren sind, also die Geschäftsinhaber, die wissen das hier noch einen Moment früher als wir alle. Die haben hier ihren Ohr am Gleis viel früher. Die kriegen vielleicht die Nachricht, das gibt's nicht mehr und das gibt's nicht mehr. Und da fangen die selber schon an, gewisse Sachen einfach gar nicht mehr zu verkaufen, weil sie es für ihren eigenen Bedarf brauchen. Also es geht ruckzuck. Ganz ruckzuck ist das alles weg aus den Läden. Dann ist es gut, Kontakt zu haben mit Bauern, mit Leuten, die also selber vielleicht was anbauen, eigenen Garten haben und so. Ja, da kann man Tauschgeschäft hier machen oder kann das verabreden miteinander. Ja, sagst du, pass auf, du gibst mir das und ich gebe dir nachher das. Das kann man im Vorfeld machen. Vielleicht ist es
gescheiter als nachher in der Notsituation, weil dann muss man sich erst kennenlernen und dann muss man erst, und dann muss Vertrauen aufgebaut werden. Das braucht immer ein bisschen Zeit und deswegen sollte man das vorbereiten. Und das andere ist, selbst natürlich Vorräte anzulegen, soweit es geht. Und wer nicht so viel Geld hat, dass er auf einmal alles einkaufen kann, Stück für Stück immer mal ein bisschen mehr. Hier mal einen extra Spaghetti oder hier mal eine Dose extra. Nicht für den Rucksack, weil es gibt vielleicht einen Moment, wo wir noch länger in unseren Häusern oder unseren Behausungen bleiben können, als das vielleicht bis jetzt befürchtet wurde. Also man braucht ja auch dann noch was. Und ganz wichtig, diese Wasservorräte. Kanister besorgen, Geräte oder Behältnisse zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt hier auch nochmal diese Mikropur-Tabletten besorgt. Also wer nicht Wasserfilter ist, den ich eben gesagt hatte von Katadin, diesen Transportabel, der sieht aus wie eine Thermoskanne, der ist ja was zum Mitnehmen für unterwegs. Ja, da kann man also bis zu 50.000 Liter, also es gibt da verschiedene Größen, aber kann man da filtern. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause bist oder irgendwo stationär bist, ja, wo du eine größere Wasserflasche, und wenn es nur eine 1-Liter-Flasche ist, mit Trinkwasser, dass man das abfüllt und da so eine Tablette reintut, so silberionenhaltige Tablette, ich habe hier auch was von Katadin, so Tabletten, wo man dann zumindest dafür sorgen kann, dass keine Bakterien reinkommen, ja, oder dass die Bakterien nicht das Wasser verunreinigen. Natürlich kann man das nicht gegen Verstrahlung schützen. Und ein anderer Hinweis auch noch, den ich noch mit einflechten will, ich hatte das auch in dem YouTube gesehen, es wird auch Ausfälle geben mit der Elektronik. Also Elektronik, also elektronische Geräte sind, sofern man sie braucht oder benötigt, sind gefährdet für eben diese Strahlung, die dann kommt, die setzt dann die Elektronik außer Gefecht und dagegen kann man sich oder auch die nuklearen Bedrohungen, dagegen kann man sich schützen, indem man das eben entsprechend verpackt. Und der machte das ganz simpel. Der hat einfach eine Metalltonne genommen, welcher Größe auch immer. Natürlich so, dass man es transportieren kann, kommt man ganz günstig dran mit so einem Metalldeckel. Ja, das schleift man eben oben ab, damit es wirklich fest aneinander sitzt. Und dann klebt man es ab mit Metallfolie oben, wenn man dann nachher alles zumacht, dass eben keine Strahlung drankommt. Und innen drin legt man dann die elektronischen Geräte, was immer es ist, ob es Handy ist, ein Laptop ist oder sonstige elektronische Geräte, dann in Zeitungspapier einwickeln, sodass sie nicht mit dem Metall in Verbindung kommen und dann eben zukleben mit diesem Metallband. Und das ist die beste und sicherste und einfachste und günstigste Schutz gegen diese EMPs. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da auch nochmal drüber nachdenkt, denn ich meine, wenn man so etwas dabei hat und sicher möchte man gerne seinen Laptop oder sonstige Sachen auch noch irgendwie mitnehmen, solange man sie auch noch verwenden kann, ist es ja auch sinnvoll, sollte man einfach auch daran denken, diese Geräte zu schützen, denn sonst sind sie dahin. Und Autos, Leute, Elektronik, vor allem die Leute, die das jetzt hier gekauft haben, da mit diesem diese Eintauschprämie und alles. Und das Zeug ist ja vollgestopft mit Elektronik. Also das sollen die Leute froh sein, die noch so alte Kutschen fahren, wie ich zum Beispiel tue. Da ist noch nicht viel Elektronik drin. Und da soll man einfach froh sein, weil das Ding lässt sich nachher nicht mehr bewegen. Aber inwieweit man dann überhaupt noch sich bewegen kann mit Autos, weiß man ja sowieso nicht. Weil ich hatte da einen Hinweis bekommen aus England von jemandem, sprechen wir nachher auch gleich noch in der kommenden Stunden, wo es dann zum englischen Teil geht. Der sagt, ja, kein Problem, ich habe ein Allrad und so, ich kann schnell irgendwie Querfeld einfahren und zur Not habe ich auch noch ein Boot, ja, wenn es irgendwie Überflutung gibt, habe ich gesagt, alles Bullshit, weil, Entschuldigung, also, aber es ist doch wirklich so. Und das sah man hier in diesen Filmen da, ob das jetzt Deep Impact oder 2012 oder sonstige Filme sind, die gut gemacht sind, die man sich durchaus immer wieder mal anschauen sollte, um auf solche Sachen zu achten. Alles ist verstopft. Die einzige Möglichkeit, wo einer noch was hinkriegt, war so ein Geländemotorrad, ja, wo man da kleinwendig ist und so weiter. Da kommt man vielleicht noch irgendwo durch, aber mit Auto ist vorbei. Ja, du kannst auch mit dem Allrad kannst du nicht über die Leitplanken bei der Autobahn fahren. Das ist eine Todesfalle, diese Leitplanken. Ja, und du stehst nicht gerade an der Ausfahrt, ne? Also und ja, es wird alles verstopft sein, alles zu sein. Und wenn man nicht gerade einen Panzer hat, da kommst du nirgendwo mehr durch. Und da sollte man dran denken. Und vor allen Dingen gibt es dann überhaupt kein Benzin mehr. Also Benzin, sorry, aber
Das ist das Erste, was weg ist. Ja. Unabhängig davon, wenn du vielleicht noch gerade einen Platz an der Tankstelle kriegst, wenn es keinen Strom mehr gibt, dann geht die Pumpe nicht mehr. Das war es das gewesen. Also so, ich meine, Benzinhamstern ist so eine Geschichte, ob man da, also, wie gesagt, immer dran denken, Auto, vor allen Dingen aus dem Stadtgebiet heraus, ist keine Chance. Deswegen, also ich glaube, so Punkte wie Fahrrad oder so ein Geländemotorrad oder was der Harald auch sagte, so ein Gepäckwagen, den du so hinter dir herziehst, so ein Kofferkuli oder so, der selber auch nicht so schwer ist, das ist vielleicht noch eine sinnvolle Geschichte. Also, mein Fazit für heute, und ich bedanke mich bei euch, dass ihr so geduldig meinem Gedanken zugehört habt, und ich habe schon so das ein oder andere versucht, euch zu sagen. Also nochmal herzlichen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt. Ich schaue nochmal gerade, ob ich hier noch einen Punkt aus dem Fragenkatalog herausnehmen kann. Also es gibt so viele Fragen. Ja, also wie gesagt, es gab ja sehr viele Fragen zu dem Thema, wie kann ich das als Familie oder mit Kindern überleben? Und ich glaube, das habe ich beantwortet, weil die Rückbesinnung auf unsere Urinstinkte hilft uns dabei. Und wir sind nicht angewiesen auf das nächste Rewe, Edeka oder sonst wie Geschäft, wie immer es heißt, oder nächsten Migros oder Lidl oder Aldi oder wie sie alle heißen, sondern wir müssen dann mit den naturgegebenen Dingen auskommen, wenn unsere Vorräte aufgebraucht sind. Weil so sind wir ja eigentlich auch gedacht und konzipiert, ja, dass man das tut. Und in der Vorbereitung ist wirklich, sollte Geld keine Rolle spielen, weil das Notwendigste kriegt man schon irgendwie zusammen. Und vor allen Dingen dann miteinander sich helfen, sich ergänzen, zusammenhalten, ist das A und O der Sache. Vor allen Dingen bringt es einem dann auch diese spirituelle Einheit, die wir alle brauchen, um uns auf das vorzubereiten, was da kommt. Weil das, was da auf uns zukommt, ist nicht nur einfach eine Änderung der physischen Ebene, sondern es ist eben auch eine Änderung in unserer Bewusstseinsebene, spirituellen Ebene. Und da haben wir jetzt die besten Voraussetzungen, es ist eine tolle Zeit in dieser Weise, die wir jetzt erleben dürfen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt mir jederzeit noch Fragen, Kommentare, Infos zusenden unter radio@wakeness.net. Ich bin immer dienstags und donnerstags zwischen 16 bis 18 Uhr on air, sofern es die Technik zulässt und sofern uns nicht irgendwelche Internetausfälle zu schaffen machen, aber dann sind wir sowieso mittendrin. Und besser ist es, das ist mein Leitmotto nochmal zum Schluss, beten, dass alles gut läuft und alles richtig ist und hoffen, dass alles gut funktioniert, aber vorbereitet sein auf das Schlimmste und Ärgste. Dann kann es eigentlich nur besser sein, weil wir dann eben wirklich versuchen, das Beste zu tun. Und wie gesagt, auch auf meiner Webseite, das wisst ihr aber ja, die ihr zuhört, hier findet immer viele aktuelle Informationen oder auch Stellungnahmen oder auch Infos, die man sonst nirgendwo so ohne weiteres zu lesen kriegt. Und deswegen bitte ich euch, besucht mich auch weiterhin und unterstützt unsere Arbeit, unser aller Arbeit. Und vor allen Dingen bringt diese Information auch weiter an die anderen Leute. Ja, also das ist ganz wichtig. Ja, also kommen wir jetzt zum Schluss. Ich danke euch und bis Donnerstag. Also, wir sehen uns.